Hallo YouTube, willkommen zurück zum Minecraft Boom SMP. Aber der Füller braucht ein paar bisschen Zaster, ja. Sowohl im echten Leben als auch in Minecraft. Wir brauchen ein paar Diamanten, nämlich wir haben Auktionen gestartet, ja. Die letzte habe ich verpasst, aber ich hätte so oder so nichts kaufen können, so wie ich gehört habe, wie die Preise sind, ja. Nämlich die Leute haben mit Stacks an Diamanten gehandelt. Ich habe, weil ich meine Rüstung auch reparieren musste, nicht mal einen vollen Stack an Diamanten. Das heißt, wir müssen heute ein bisschen meinen schmeinen. Ich habe auch ein bisschen anderen Schabernack geplant. Ich will einen kleinen Streich anfangen, Chat, ja. Ich hoffe, ihr könnt erraten oder euch denken, an wen und was und wie und warum, weshalb. Und ansonsten heute ein bisschen Moin, ein bisschen dies, das, ein bisschen Chili-Milli. Ich habe nicht so sehr Lust auf Bauen, deswegen dachte ich, komm, wir machen mal ein bisschen Abenteuer, was das angeht. Also, let's fucking go. Warum habe ich hier das jetzt, warum habe ich nochmal das Mojang-Laden drin? Welt wird betreten. Aktualisiert sich das Bild für euch? Ne. Oder? Nein. Das ist ganz komisch. Jetzt? Ja, jetzt ist, es bleibt immer ganz komisch stehen. Ist das, okay, passt auf. Ich weiß gar nicht, was, überhaupt die Aufnahmequelle auch davon ist. Jetzt? Ja. Warum ist Mogi rot? Der hat ein Smiley benutzt. Komischer Typ. So, ich würde sagen, ich habe übrigens ein bisschen vorhin gefarmt, dies, das. Der arme Schlucker will bei den reichen Schnösel mitbieten. Dafür müssen wir ein bisschen in die Mine, ne? Aber na, Twitch, YouTube, wir brauchen mehr Subs. Lass mal ein Sub da. Ich weiß, du meinst es nett, aber alles gut, alles gut. So, brauche ich eine Axt, wenn ich unter Tage gehe? Nicht wirklich. Aber ich könnte die ein oder andere Spitzhacke noch mitnehmen, ne? Ich habe ein paar Spitzhacken, obwohl, weißt du, eine halb kaputte brauche ich auch nicht. Denkt ihr, ich brauche mehr Spitzhacken? Ich würde sagen, ich ziehe mir auch noch die Rüstung an. Die Haut packen wir weg, das hier können wir wegpacken. Den Stock kann ich mitnehmen. Ich habe ein bisschen was zu essen, ein bisschen Melonen, ein bisschen Karotten. Gehen wir kurz schlafen. Und ich würde dann sagen, wir gehen dann sofort mal was machen, ja? Meine dumme Frage. Bin eine Minute. Von daher ist es Zufall, dass Jiraiya und Muten Roshi beide ältere Kampfkunstmeister, auch wenn Jiraiya deutlich jünger ist. Nee, ich denke, Jiraiya ist ein Stück weit von Muten Roshi inspiriert, würde ich behaupten. Ich weiß nicht, ob das jemals bestätigt worden ist, aber Kishimoto war auch, genauso wie Oda, ein Dragon Ball-Fan. Wir waren von Dragon Ball, inspiriert. Aber es könnte auch ein allgemein... Oh Gott, es könnte auch ein allgemeiner Trope sein, was... Ja, okay, verpiss dich. Ich rede gar nicht mit ihm. Soll einfach gehen lassen. Wer ist schuld das denn? Ich komme gerade rein und sofort nervt man mich, ey. Sub, es geht Monty, danke dir für 60 Monate treu. Dankeschön, bleib beim Adeln, ne? Ein wunderschön, was geht ab, Takeru? Lauf weg, fully schnell. Nee, es ist mir wirklich egal. Es ist manchmal echt nervig, wenn die ankommen und du willst was machen und dann kommen sie und nerven dich mit so einem Kram. Weg damit. So, ich wollte meine Rüstung mitnehmen. Nehmen wir unsere gute Schutz 4 Rüstung mit. Und ich habe auch ein Schild mitgenommen, aus einem ganz spezifischen Grund. Und zwar, ich würde sagen, wir gehen ab in die Mine. Dragon Ball hat so viele schon beeinflusst. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und zwar, ich habe gesehen, jemand hat angefangen, eine Mine zu graben. Und ich will die jetzt einfach annektieren. Ich will die beanspruchen, ja. Hey, Tashi, wunderschönen guten Abend. Alles gut bei dir? Ich hoffe doch. Anime-Opas und dass sie ein bisschen pervers sind, sind ja irgendwo ein Manga-Gag irgendwie. Ich meine, ja, aber es war ja spezifisch da gefragt. Wo war nochmal die Mine, die ich gesehen habe? Übrigens, der geschälte Wald ist ja eigentlich nicht Füllersche Land. Aber Maeve und Mogi haben hier irgendwelche Beta-Häuser gebaut. Obwohl, das sieht nicht nach einem Beta-Haus aus. Das hier schon eher, aber selbst das finde ich ein bisschen krass irgendwie. Ich weiß nicht wirklich, was die meinen mit Beta-Haus. Ob das so wirklich generiert aufzufinden ist? Aber Gladio, danke dir für 25er Stream-Serie. Ich dachte erstmal 25 Monate treu, aber das wäre... Du bist ja viel länger dabei, Mann. So, wo war die Höhle? Höhle, Schmöhle. Okay, hier war eine Mine. So, und zwar schreibe ich hier was hin. Hiermit beansprucht... Nee. Hiermit beansprucht von Füller. So, das ist jetzt meine Mine. Das habe ich jetzt so gesagt. Okay, rein jetzt, Chat. Ich bin ausgerüstet, ich habe Schutz 4. Wisst ihr, auf welcher Höhe eigentlich Diamanten aufzufinden sind, damit ich weiß, wo ich runter muss? Ich meine, ich könnte hier ein bisschen runtergraben, aber ich weiß nicht, wie tief ich graben möchte, Chat. Wen nenne ich hier einen Opa? Ich nenne euch alle Opas. Aber nee, wisst ihr, wie tief Diamanten sind? Gutes Schild. Hier wird nie jemand herkommen zu Minen. Nein,
Jetzt ist einfach meins, ja. Minus 40 sollte passen. Alles klar, also minus 40, ja. So, das heißt, wir machen hier immer schön überall Licht und dann buddeln wir uns bis minus 40 runter. Und dann bei minus 40 fangen wir an, ordentlich zu strapmine. Das heißt, wenn ihr jetzt jemals sagtet, oh ja, Fully, wie wär's mit ein paar kleinen Themen oder so? Das wäre super lustig. Ich will irgendwas fragen, haut raus. Geh mir übrigens schon ein bisschen auf den Sack, dass sie jetzt sofort mit dem Scheiß-Tag ankommen mussten. Aber wisst ihr was? Damit haben sie den Spaß verkackt. Ich werde nämlich jetzt ganz spezifisch, ganz absichtlich niemanden taggen, damit die keine Leute mehr damit nerven. Selber schuld. Jetzt bin ich die Spaßbremse. Oh, du the Mario Chat. Der ist strippen. Ja, wir machen ein bisschen strippen Chat. Aber psst, verrat das nicht die anderen, ja, Spielverderber. Ja, selber schuld, selber schuld, selber schuld. Hätten die nicht ankommen müssen. Oh. Weird? Na, ich mach nur ein bisschen Spaß. Aber so ein Stück weit meine ich das ernst. Ich werde wirklich jetzt nicht so oft reinkommen. Das, wenn die jetzt nicht dachten, ich komme jetzt los und tag die zurück, haben die sich schief gewickelt. Das, nee, gar keine Lust. Oh, hier ist eine Mine, kann das sein? Oh, hier geht's runter. Aber ich will nicht da runter gehen, oder? Ich glaube, wir wollen einen ganz ordentlichen Weg nach unten buddeln. Nicht, dass ich mich verbuddel. Ja. Die Kohle kann ich mitnehmen. Ich habe heute viel Kohle gebraucht. Ich habe sie viel verbraucht, ja? Was ist passiert? Ah, wisst ihr nicht? Ich dachte, ihr seid alle im Bilde. Okay. Und zwar, Deshka hat ein Spiel gemacht, wo wir Fangen spielen, ja? Im Englischen heißt es Tag. Und du hast dieses Schild und wenn du damit jemanden schlägst, dann bekommt er einen roten Namen. Siehst du das? Fulltime Miner ist jetzt rot. So. Und der Deshka wollte nicht sagen, was passiert, aber irgendwas ganz Schlimmes soll passieren, wenn man am Ende irgendwie des ganzen Spiels den Tag noch hat. Und man hat einen 5 Minuten Cooldown, das heißt, man kann so oft den Tag nicht abgeben. Und, ja, keine Ahnung, scheinbar haben die gecampt, bis ich komme, dass sie mich damit taggen, was ich schon wieder so ein bisschen, okay, mein Gott, lass mich doch einfach in Ruhe. und ja. Die haben die ganze Zeit damit schon rumgespielt, obwohl das sowieso eigentlich super irrelevant ist. Und deswegen dachte ich mir so, ne. Ne, gar keine Lust gerade damit zu interagieren. Wer ist Tammy Panda? Tesi. Nein, Tesi ist Tesi. Als Strafe musst du dein Grundstück verkaufen. Nix hier Grundstück verkaufen. Aber was, wenn ich insolvent gehe? Oh, das habe ich auch gesehen am Shop. Hockey war lange scheinbar nicht mehr in seinem Shop da. Der hätte nie wirklich gestartet. Und die haben seinen Shop abgeriegelt, weil er scheinbar zu große Schulden hatte. Der arme Höckermann. Er ist Johnnys Freundin. Einfach nicht mitmachen. Ich weiß auch nicht, was passieren soll. Aber die, also die haben sich jetzt erstmal, das mit dem Tag ordentlich versaut. Yo, Suri, was geht ab? Na, alles gut bei dir? Ich hoffe doch. Wieso nicht Jonathan taggen? Weil, wie gesagt, ich will nach Diamanten graben, Chat. Ich wollte hier streamen, ja. Und nicht die ganze Zeit Leuten hinterher jagen, damit sie wieder ankommen und sagen, hey, ich bin mit meiner Lüter da, ich bin Mogi. Hier, nimm mal deinen Tag. Und dann denke ich mir so, nee. Nichts verkaufen, Fully wird direkt enteignet. No, bitte nicht. Bitte nicht, niemand, Schneemann, ey. Verstecken und, verstecken sich schon alle und warten kichernd. Ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt alle warten. Aber die können mich mal. Genau das meine ich ja gerade. Die können mich sowas von. Ist mir so egal gerade. Ich lasse mich hier nicht von abbringen, Diamanten zu meinen. Das ist super wichtig, Chad, ja. Übrigens, schönen guten Abend, Phoenix. Alles gut bei dir. Ich hoffe doch. Puh, bis da minus 40 unten runter zu buddeln, dauert noch so eine heiße Minute. Kann das sein, Chat? Na, zum Glück habe ich ein paar Spitzhacken dabei. Glaubt ihr, wir sollten überall ordentliche Treppen machen? Oh nein. Wisst ihr, was immer so ein Problem ist? Okay. Ich habe erstmal ganz schön viel Kohle. Okay. Ist das ein Problem, was ihr jemals auch habt, wenn ihr Minecraft in einem Shader spielt? Vergesst ihr dauernd, irgendwie Fackeln zu setzen? Ich schon? Deswegen, ich glaube, ich wirklich keine Fackeln permanent in der Hand halten sollte, ja. Wir sitzen alle beim Höhleneingang. Joa. Der M in SMP ist für leave me the fuck alone. Also manchmal denke ich mir das schon. Weißt du, du startest gerade den Stream, du kommst gerade rein. Und dann habe ich wirklich gerade keine Lust, wenn ich mitten in der Erklärung bin. Und irgendjemand kommt an und denkt sich so, haha.
Denke ich mir so, nee, nix, haha. Lass mich doch erstmal. Lass mich doch. Das ist wie, als würde man aufstehen wollen. Lass mich doch erstmal aufstehen, bevor du mir ins Gesicht schlägst. Oh, nee, weil ich fucking immer im bestimmten Abstand setze. Du vergisst das niemals? Dir fällt das nie auf? Also, mir fällt das halt nicht immer auf, weil, Dingens, ne? Weil ich halt, die Fackeln in der Hand habe, deswegen. So, minus 40, ne? Nee, weil ich ohne Shader spiele. Okay, selber schuld. Oh, oh. Oh, oh. Das ist ganz schön tief, Guys. Jetzt die große Frage. Wollen wir uns so Wendeltreppenmäßig ein bisschen runterbuddeln? Welp. Ich meine, nicht so wild, nicht so wild. Du, Flip. Nix hier, Flip. Na. Wir buddeln uns, glaube ich, so ein bisschen Wendeltreppenmäßig runter, ja? Nur ein bisschen, Chat, ja? Wollt ihr nicht springen? Alles gut, ich hab Schutz 4. Mir geht's gut, Chat. Mir geht's gut. Alles in Ordnung. Alles im Buddha, Chat. Ich baue immer 3 Reihen runter und setze dann eine Fackel immer. Das ist so ein eingebauter Algorithmus bei dir. Echt? Okay. Krasser Typ. Ich dachte da gar... Ich achte da meistens gar nicht so oft drauf. Eben weil ich immer Licht habe, ne? Schau mal, wir sind eh schon fast unten, ne? Also halb so wild, Chat. Halb so wild. How lucky you didn't dig straight down, huh? Hallo, ich habe dazugelernt. Okay, ihr könnt mir ein bisschen Credit mal geben. Einiges an Minecraft habe ich ja mittlerweile auch dazugelernt, ja? Oh. Okay. So. Oh, warum wollt ihr alle, dass ich runterspringe? Und warum will mich Phoenix schlagen? Wenn du den Tag jetzt bewusst besonders behältst, wäre das schon doof. Ich meine, dann hätte er mich nicht taggen müssen. Also, ich werde den jetzt... Aua, nicht hinterher rennen. So. Ich meine, wenn jemand zu mir kommt, dann gebe ich den Tag halt weiter. Aber sonst... Aber sonst, nee. Das hat Mogi sich ganz schön selbst reingebrockt. Okay. Ich meine, der Mann weiß, dass ich nicht so oft sowieso hier auf dem Server bin. Oh, hier ist Gold, Chat. Let's fucking go. Wir sind erst bei 30 in der Höhe. Wir müssen doch so tief runter, Chat. No! By the way, was kann man alles mit Gold machen? Habt ihr ein paar gute Sachen? Ich habe nämlich echt viel Gold, habe ich festgestellt. Aus dem Grund dachte ich mir, shiny, shiny Gold, let's fucking go. Das nehme ich mir mal ordentlich mit. Aber ich weiß nicht wirklich, was ich damit machen soll. Ich habe so viel. Emil, was geht? Ich kann eine Uhr bauen mit Gold. Okay, wäre das cool? Sollte ich mir eine Uhr bauen? In 1,5 Stunden bestimmt beginnt der Logjam. Was ist der Logjam? Marv, fangen wir damit an. Was ist Logjam, bevor du sagst, dass es anfängt? Oh, Wasser. Ich denke mal, jetzt ist... Yo, Deliri, danke dir für deinen Giftzap. Dankeschön. Emil, willkommen zurück beim Fulltime-Adel. Jetzt gehörst du nicht mehr zu Fußvolk. Dankeschön. Dankeschön. Oh, und jetzt haben wir wieder ein paar Subscriber. Und dann würde ich sagen, einen extra. Oh, oder halt Goldkarotten. Und was genau bringen wir im Goldkarotten so direkt? Hm? Also, was kann ich damit so Spezielles machen? Also, ich habe wirklich keine Ahnung. Vielleicht sollte ich übrigens die Fackel mal einfach in der Hand halten. An dem Punkt. Ach, Creeper, Schmieper, geh doch weg. Seht ihr? Schutz 4. Schutz 4, Chat. Mir geht's wunderbar. Schutz 4. Ich bin einfach so gut. Are you kidding me? The last time I said it, you had the definition directly in your mind. Also ein Localization Jam. Marv, du musst bedenken, du hast es sehr viel mehr im Kopf als ich. Du denkst ja wahrscheinlich jeden Tag so ein bisschen dran und ich dachte mir so, ja, du hast es mal erklärt, aber ich hab's vergessen. Oh. Oder machst du ein Maultier? Was ist ein Maultier? Ich habe übrigens ein Pferd bekommen. Das ist alles Mogi schuld. Wegen seinem Tag habe ich euch gar nicht mein Pferd gezeigt, Mann. Ach. Nee. Alles auf den Mann schieben. 338 Subs want. Ja, ja. Aber jemand Gewisses hier wird immer sauer, wenn ich mal ganz kurz erwähne. Chat, Subscriber sind weg. Ja, wir haben viele Subs verloren. Also, falls ihr Bock habt, also, you know, können Filme, die Stars, Ananas, ihr wisst Bescheid. The only thing you should think about every day is Lord and Savior. Und das wäre was? Drück dich vernünftig aus. Fully, du musst bedenken, ich mache gerade wieder nur Witze mit der Art und Weise, wie ich schreibe. Ich weiß, alles gut. Ich weiß, alles gut. Ich mache doch nur Spaß.
Immerhin, ey, ich habe manchmal das Gefühl, ich bin so übertrieben. Eigentlich sollte es klar sein, dass ich Spaß mache, ja. Aber es gibt wahrscheinlich immer so ein paar Leute, die sich da nicht ganz sicher sind. Keine Sorge, Guys. Alles witzig, alles Spaß, alles okay. Keine Sorge, ja. Oh, wenn ich auch mal aus Spaß lauter werde, ist es wirklich nur Spaß. Versprochen. Was, du machst Witze? Das versteht Fully doch nicht. Witze versteht Fully nicht, das ist wahr. Nein, nein, 3DS Wii U Online. 3DS Wii U Online. Wisst ihr was? Ich kann den zurückholen. Aber das geht nur bei vollem Sub-Donation. Das ist gelogen, Chat. Ich kann den nicht zurückholen. Es ist leider einfach vorbei. Es ist leider einfach vorbei. Shut up. Es tut mir leid. Woran erkennen wir, wenn du wirklich pissed bist? Er hat mich noch nie pissed erlebt. Das ist eine Sache. Das kann ich dir schon mal sagen, ja? Yo, Suri, danke dir für 5 Euro, Mann. Dankeschön, Dankeschön. War es wahrscheinlich, oh, Moment. Ich habe das Fenster gar nicht hier. Ich kann euch eins sagen, ihr habt mich noch nie sauer erlebt. Also wirklich, noch nie war ich sauer. Da. Huh? Oh doch, das ist der Song, ne? Let's go. Dachte ganz kurz, er wäre abgebrochen. Am Uringeruch? Verzeihung? Du kannst, das nennt sich Pretendo. Ich pretendo dich gleich. Meine Wohnungsabrechnung kam und ich bekomme gut Geld wieder. Yo, Gönnung, Mann, Gönnung. Alter, Party bei Suri. Der lädt uns allein, habe ich gehört, Chat. Let's fucking go. Okay, wo komme ich eigentlich ursprünglich her? Chat, hilf mir, wo komme ich her? Du Fully, kommst nicht aus Ungarn? Hast du das nicht schon mal gesagt? Halt die Schnauze, das meine ich nicht. Wirklich? Denkst du, du versteckst dich? Hm? Denkst du, du versteckst dich? Denkst du, du versteckst dich? Yeah. Oh, Slay the Spire 2. Ah ja, stimmt, das habe ich gesehen im Boom-Chat bei uns. Hat Mogi das einmal gepostet. Er meinte, er könnte jetzt in Koma fallen. Und ich meinte so, ja, das passt schon, das passt schon. So, wenn der Mann aus dem Koma aufwacht, dann ist Slay the Spire schon wieder da. Oh, wollte ich gerade schreiben. Das mit dem Ungarn. Ich kenne euch doch. Ich kenne doch meine Pappenheimer. Fuck. Ich habe gar keine Ahnung, wo ich herkomme, Chat. Also wirklich nicht. Das passt schon, das passt schon. Wisst ihr was? Wir machen gleich einen kleinen Chidorino. Es gibt ja diesen einen Teleport, irgendwie Slash Spawn oder so, oder Teleport Spawn. Ich glaube, wir machen das. Währenddessen buddel ich mich ein bisschen weiter runter. Aua. Was war mein Gedankengang? Aber kommt Slay the Spire bevor Silksong? Ich habe keine Ahnung. Ich frage mich übrigens, ich habe gesehen, Dashguard Hollow Knight ein bisschen gespielt, ja. Ich frage mich, ob der Mann überhaupt an dem Punkt noch Bock auf Silksong hat. Er schien Hollow Knight wirklich, wirklich, wirklich nicht zu mögen. Also irgendwie, ich habe ein bisschen bei Dashke reingeguckt und er ist die ganze Zeit nur sauer. Er ist nur angepisst von dem Spiel. Oh, mochtet ihr Hollow Knight, Chat? Ich meine, ich habe meine paar Problemchen mit dem Spiel gehabt, aber allgemein fand ich es eigentlich schon ziemlich cool. Oh! Oh, let's go! Wir glauben noch an Silk Songs Existenz? Nee. Bestes Spiel, ja. Es ist eins seiner Lieblingsspiele. Amethyst Geode? Oh nein, mein Inventar ist voll. Moment, lass mich mal ein bisschen Zeug wegwerfen, ja? Will ich hier was abbauen von Chat? Kann ich was Cooles mit Amethysten machen? Will ich die haben? Und das vom Typen der Gollum Speedrun? Hollow Knight hat mich beim Spielen aber auch echt angepisst. Gutes Spiel. Also so gut ist angepisst. Ah ja, Fully, deine Spitzhacke eigentlich Glück 3. Lass mich mal ganz kurz schauen. Hat die Glück 3? Die hat Glück 3. Ja, ja. Vielleicht sollte ich dann nicht normal mit der buddeln, ne? Das ist eigentlich ein guter Punkt. Ich mochte schon, ich fand nur manche Wege nicht so schlüssig wie bei anderen Metroidvanias. Ging mir genauso. Ich denke, Hollow Knight hat definitiv ein paar Schwächen. Aber ich fand es allgemein auch ganz gut. Kann mir jetzt jemand sagen, was das für ein Remix ist? Also welche Version? Das steht direkt im Stream. Kannst du es lesen? Also ich weiß nicht, ob das vielleicht zu klein ist oder so, aber ich hoffe, du kannst es erkennen. Aber steht direkt da drin. Erkennst du es? Oh. Okay, aber hat Hollow Knight so harte Bosse wie Ravenbeak? Hollow Knight fand ich allgemein leichter
als Ravenbeak. Also nicht als Metroid Dread, sondern als Ravenbeak alleine. Punkt. Punkt, Chat, ja. Einfach nur so. Der Weg ins Honigkompengebiet ist immer noch ein Rätsel. Ist das so? Ich erinnere mich gar nicht mehr so daran. Wir sollten vor dir Respekt zeigen, das halte ich für übertrieben. Hallo, warum nicht, hä? Und hey, Nico Bambio, der Schka hat halt vor 8 Wochen oder so das letzte Mal gespielt, der hat nichts mehr wiedergefunden. Der schien schon davor, glaube ich, ein bisschen anders eingestellt gegenüber Hollow Knight zu sein. Er war auch bei einem Boss, den fand ich auch ganz cool, aber da war er so, oh, das ist die einzige Stelle im Spiel, die mir Spaß macht und ich dachte mir so, okay, beruhig dich. Er war irgendwie so sauer. Was ist ihm alles widerfahren? Was hat der Mann alles gesehen, Chad, ja? Was hat der Mann alles gesehen? Hallo? Dankeschön. Okay, wie war das? Slash Teleport? Nee. Slash Spawn? Ist das das Ding? Spawn? Nee. Fuck. Wie kommt man zurück zum Spawn? Was ist der Command dafür? Die anderen haben den doch auch dauernd gemacht, ne? Hast du eigentlich Radiance gemacht, Fully? Was ist Radiance? Ravenbeak? More like Ravenpeak? Ja, genau. Trigger Spawn? Was? Trigger Spawn? Trigger? Und dann Spawn, ne? Ja! Okay! Okay! Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Wir gehen mal kurz für Lasche Land und ich lade ein bisschen mein Zeug ab. Es ist mir durchaus angenehmer, ja. Also wahrscheinlich nicht. Der geheime Hollow Knight Endboss. Ah! Okay, ich habe sehr viel verschiedene Sachen damals gehört, Zwiebel. Und zwar die einen Leute meinten, oh, das ist voll grindy, da anzukommen. Und andere Leute meinten, ey, es ist gar nicht so grindy, ist nicht so schlimm. Halb so wild. Übrigens, ich habe ein paar Rossharnische. Und ich habe Horsey. Schaut euch den schönen Schimmel an. Ich weiß noch nicht, wie ich ihn nenne. Ich glaube, ich sollte ihn Ferdinand nennen. Ferdinand van Eyre. Ich meine, ein bisschen. Es ist halt, wie gesagt, ich hab unterschiedliche Nachrichten bekommen von den Leuten, ja. Ganz unterschiedliche Messages. Und deswegen habe ich es damals dann noch nicht weitergemacht. Und Leute meinen, oh, das ist super schwer, mach das nicht. Andere, oh doch, das wäre voll cool. Und dann saß ich da und habe mir so, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann habe ich es nicht gemacht. Oh. Ferdinand van Eyre, Ferdinand, ja, Hans Plätze. Du musst ein paar optionale Bosse machen und eine recht schwere Jump'n'Run-Passage. Ja, davon habe ich gehört. Ich glaube sogar Mogi meinte, das ist übrigens so eine Sache, ich weiß nicht, wie steht ihr dazu? Mogi meinte, oh ja, du hast dann Hollow Knight ja gar nicht richtig durchgespielt, wenn du irgendwie diese eine Stelle nicht gespielt hast. Und ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich dem Ganzen zustimmen würde, Chad, ja? Was würdet ihr sagen? Wie war das? Path of Pain oder wie der heißt? Hat man Hollow Knight, zählt es sich trotzdem, dass man Hollow Knight durchgespielt hat? Ich meine, komm schon. Komm schon, ja. Man muss doch nicht immer alles komplett haben. Oh, man muss doch nicht immer den optionalen Content spielen, oder? Das ist wie bei Low Percent Runs und für 6 Stunden Enemies farmen. Nee, kein Path of Pain, kein durchgespielt. Ach, halt die Schnauze, alter Mann. Dich hat sowieso niemand gefragt, okay? Ich mache nur Spaß, alles gut. Ah, ich habe ein paar unnötige Steinchen hier im Inventar. Müsste mal schauen, wie ich die loswerden kann. Ah, packen wir hier noch ein bisschen was rein. Da ein bisschen, hast du nicht gesehen. Wie wär's, wenn ich mir was zu essen reinziehe? Path of Pain waren 3 Stunden bei mir. 3 Stunden. Puh, das ist gar nicht mal so wenig, ne? Das ist schon eine längere Zeit, ne? Ich habe dich durchgespielt, du hast mich durchgespielt, krasser Typ. Ihr wollt, sie haben ein paar Melönchen angepflanzt. Schaut sie euch an. Ich weiß nicht, ich denke, sie könnten ganz cool werden. Ich habe übrigens auch festgestellt, ja, Melonen kann man echt fucking gut farmen hier. Die wachsen so schnell, wenn sie einmal gewachsen sind, also einmal voll gewachsen sind, ne, an diesem Stängel. Und geben so oft Melonen. Aber ich weiß nicht, ob die so oft den Hunger stillen. Meloncat, cool. Kommt rein, getudelt. Was geht ab, Puss mit Ohren? Alles gut bei dir? Wunderschönen guten Abend, Mann, na? Wie geht's, wie steht's? So, übrigens, wollen wir nochmal in eine Mine oder wollen wir an einer anderen Stelle weiter buddeln? Ne, ich könnte eigentlich nochmal in die Mine und ich könnte schauen, ob ich woanders buddeln kann. Also, bisher an einer anderen Stelle, wisst ihr, was ich meine? Ich habe vergessen, dass Zetsu existiert. Nochmal, nochmal, nochmal! Was, wie, du hast vergessen, dass Zetsu existiert? Was meinst du damit, Delirium? Fully an der Auktion? Ja, ich will ein bisschen Zeug haben, ja?
Wir haben einiges an... Passt auf. Wie wär's, wenn wir uns mal zwei Eisenspitzhacken machen, mit denen wir arbeiten, statt nur die Diamantenspitzhacken zu benutzen? Ich habe übrigens nicht so viel. Hier, da, ne? Habt ihr gesehen? Dementsprechend, wir gucken mal. Habe ich noch ein paar Sticks? Ich habe safe ein paar Sticks. Ja, das wird reichen, komm. Wir machen uns mal ein paar Diamanten, Eisenspitzhacken extra. Ein Wort, um gestern und heute zu beschreiben. Furchtbar. No! Caro, danke dir für 6,90 Euro. Warum furchtbar? No, das tut mir so leid zu hören. Ich hoffe, du hast hier ein bisschen Spaß, ja? Yeah. Warte mal, ist das die neue Version von Utada? Zu Dingens? Ich habe irgendwie gehört, sie hat eine neue Version aufgenommen von Hikari. Oder Simple and Clean. Aber das hier ist Hikari, Leute. Ist die neue Version, oder? So, hier haben ein paar neue Eisenspitzhacken. Ich denke, das ist ein guter Start. Die neue Version. Ich glaube ja. Denkt ihr, dass man stirbt, nur so ein New Game Button zieht? Denkt ihr, dass es man den stirbt? Was redest du da? Grammatik, du nicht verstanden? Wäre besser, wenn Sätze nicht existieren würde, dann hätten wir immer ein vernünftiges Ende bekommen. Ich widerspreche so ein Stück weit, ja. Und zwar, ich denke, die Umsetzung, daran hat es gehapert, aber ich mochte den theoretischen Black Zetsu Twist sehr sogar. Ich weiß. Leute werden mir absolut, glaube ich, nicht zustimmen, überwiegend. Ich weiß. Aber ich fand es eigentlich ziemlich sinnig und eigentlich ziemlich cool. Einfach die Tatsache, schau mal, wie lange Black Zetsu über war. Ja, sorry, danke dir für 8 Euro. 6 Euro, sorry. Hab mich heute verguckt. Dankeschön, Mann. Denkt ihr, Deutsch sein können gut? Ja, also manchmal habe ich das Gefühl, ihr habt das vollkommen verlernt. Alles, was uns Kaguya gebracht hat, kann weg. Ja, deswegen sage ich in der Theorie. Kaguya habe ich auch meine Probleme mit, ja. Hey, Bleb, was geht? Wunderschönen guten Abend, alles gut bei dir. Aber. Allgemein die Sache mit Black Zetsu fand ich voll in Ordnung. Ja, ich fand das gar nicht so schlimm. Wie gesagt, ist wahrscheinlich ziemlich kontroverse Meinung, ist eine mutige Meinung. Aber irgendjemand muss es ja mal sagen, ne? Hiermit beansprucht von Füller. Ja, wir gehen mal hier runter und buddeln ein bisschen, ja. Passt mal auf, ja. Wir haben hier eine Effizienzspitzhacke, wir haben ein Ei, ein Glücksei, wir haben ein paar eklige Kartoffeln, das muss ja auch sein. So. Will ich direkt hier... Ja, ich will hier weiter buddeln, oder? Es hat sich sehr okay, sicher... Ich denke, ist in Ordnung angefühlt. Denn das Ding ist halt, Black Zetsu war ja wirklich immer überall da, ne? Und deswegen fand ich den Twist in der Theorie nicht so schlimm. Ich fand, der hatte Sinn ergeben. Auf seine Art und Weise. Aber die Umsetzung war bescheuert. Ich stimme zu, die Umsetzung war dumm. Aber das Konzept an sich war voll okay. Geht da irgendjemand mit? Guten Abend, gesalzener Kabeljau, Rogen. Alles gut bei dir, na? Wunderschönen guten Abend. Bisschen Kritik von meiner Betreuerin bekommen, aber schon getroffen. Gewisse Person, die mich hasst. Ach Mann. Ich hoffe, es wird besser, Mann. Ich hoffe, du kannst hier ein bisschen Ablenkung finden, okay? Ich hoffe, du kannst hier ein bisschen Spaß und Ablenkung bei ein bisschen Minecraft finden. Ich meine, Minecraft macht meistens Spaß und ist fair, oder? Außer man hat's mit Mogi zu tun. Nein, ich mach nur Spaß. Oh. Ja, er soll nur abwarten, ja? An dem Punkt, wo er es am wenigsten erwartet, kriegt er die Scheiße so zurück. Wir sind mittlerweile auch so sicher, Kaguya kam nicht, weil Kishimoto nicht wusste, wie er Madara besiegen soll. Die kam nur, damit man Boruto starten kann. Der Theorie stimme ich nicht zu, aber es ist mir auch eine Meinungssache. Ich habe jetzt nicht so starke Argumente dafür, ne? Der Mogler! Jonathan! Ja, Johnny war ein Süßi heute. Soll ich euch mal was sagen? Der gute Johnny war heute wirklich ein Süßi. Und zwar, bei mir, ich habe ja die ganze Zeit so ein bisschen gefarmt heute. Ich habe noch ein bisschen den Schabernack vorbereitet, den ich wollte. Machen möchte nachher. Und so weiter und so fort. Und ich habe dann auf einmal zwei Pillager, diese Raider-Villager, ne? Ihr kennt die. Egg, genau. Die habe ich getroffen. Und ich hatte keine Rüstung an, ja. Weil ich wollte ja sowieso Diamanten sammeln und den nicht unnötig beschädigen und so weiter und so fort. Und ich war sowieso nur ein bisschen zu Hause am Farmen, ne. Und ich habe dann einen gekillt und der andere hat mich halt sofort gekillt mit einer Armbrust. Und Johnny hat gesehen, dass ich gestorben bin von einem Pillager. Ist dann sofort angekommen, sogar mit einer Elytra und alles und meinte so, brauchst du Hilfe?
Und dann meinte ich so, nee, ist alles okay, ich hab die Sache schon unter Kontrolle. Ja, hier, nicht, dass du es nicht weißt, ne? Wenn du so einen Pillager tötest, dann kannst du so einen Banner bekommen und dann sind alle hinter dir her. Der kam sofort mir zur Hilfe. Der Mann kam vorbei und wollte mich retten. Das ist Jonathan Redemption Arc. Yeah. Sag ich ja, richtiger Süßi. Oh. Sag ich ja, voll lieb, voll nett, kam einfach an. Ne? Johnny the Hero, but not a gamer. Ja, er ist zwar kein Gamer, aber er ist ein Held. Ein Held, den ich vielleicht gar nicht verdient hatte zu dem Zeitpunkt. Aber er ist der Held, der zu meiner Hilfe gekommen ist. Auch wenn es schon zu spät war. Oh, du kannst Jonathan jetzt nicht taggen. Das wäre so fies. Exakt. Exakt, deswegen kriegt er keinen Tag von mir. Ich meine, dass mit dem da irgendwas los war, ja, in dem Sinne wirklich ein Twist. Aber das, was in dem Fall war, halt irgendwie, you know, Gott, ich tippe gerade so langsam das Thema schon Ende. Ja, es ist, ich verstehe, was du meinst. Ich hab verstanden, was du meintest. So, geht das Song nicht automatisch los? Oh, komm. Let's go. Chat, Panik! Panik! Alles gut bei mir. Gerade noch eine Lethal Company Folge bei Mogi geschaut. Bin jetzt hier. Roboterviecher sind ja richtig krass. Oh mein Gott, das war so lustig. Die haben den Kern entfernt und wir sehen die gesamte Roboter-Apokalypse am Starten. Alle kommen sie gleichzeitig an. Uiuiuiui. Ja, das Berge. Das war auch mein Lethal Company Ding. Was auch sehr gut eigentlich zu Danganronpa aktuell passt. Haben wir irgendwelche Leute, die bei mir vielleicht auf dem War-Channel Danganronpa geguckt haben, als sie von Apollo Justice kamen? Ich meine, ich weiß ja nicht, aber ich wusste, dass vielleicht die Leute, die das mögen, sich so ein bisschen überschneiden könnten. Und ich bin bisher sehr froh über die positive Resonanz. Ich hatte keine Ahnung, dass so viele Leute Bock auf Apollo Justice und auch Danganronpa hatten. Und so viele Leute haben meine Stimmperformance die ganze Zeit gelobt. Dankeschön, Mann. Fudi so, ich brauche keinen Held. Ich warte nicht für einen Held, bis zum Ende der Nacht. Was? Nee, I'm not holding out for a hero till the end of the night. It's gotta be strong and it's gotta be fast. It's gotta be fresh from the fight. Woher kommt das? Das kommt mir leicht bekannt vor. Ist das eine Anspielung? Vovolo-Kampf. Was? Ich kann dich nicht hören. Die Verbindung bricht ab. Was? Bin mal gespannt, wie sie Volo weiter umsetzen im Masters. Ah, das wird schon, du. Fully? Ja? Ja? Ist das der Song? Oh mein Gott, ist es der Song? I need a hero? Noch nicht, aber ich freue mich schon mega, wenn es durch ist, um es zu binge-watchen. Okay. Anonymous Gifter hat Bus mit Ohren Gifts abgeschenkt. Vielen, vielen Dank an Anonymous Gifter. Dankeschön. Was Sefri sagt? Ha? Huh? Das kommt aus Shrek 2. Ja, okay, es ist der Song. Ich war mir nicht sicher gerade. Das ist ein Lied aus dem klassischen Animationsfilm Shrek der Zweite. Apropos Danganronpa, ich hasse dich für das, was zu Sayaka in Part 2 gesagt hast. Was habe ich zu Sayaka in Part 2 gesagt? Habe ich irgendwas zu Sayaka in Part 2? Was? Was habe ich zu ihr genau gesagt? Was meinst du? Die geben Volo doch auf jeden Fall Arceus oder dem Legends-Protagonisten, um Volo da eine reinzuwürgen. Ja, ist auch ein bisschen Fanservice, ne? Shrek der Dritte. Habt ihr jemals Shrek der Dritte gesehen? Ich meine mich daran zu erinnern, dass ich mit meiner damaligen Freundin angefangen habe, Shrek zu gucken. Und dann ist sie eingepennt und sie lag halt so ein bisschen so auf meiner Brust halt. Und ich bin dann auch irgendwann eingepennt, weil ich mich nicht bewegen konnte. Und ich konnte auch nicht mehr an die Fernbedienung rankommen. Und ich glaube, irgendwann bin ich aufgewacht. Und dann lief Shrek der Dritte erstmal. Lude? Da ist nichts dran, Lude. Okay. ich hatte Shrek der Dritte PS2-Spiel. Oh, PS2! Schaust du eigentlich die Fallout-Serie? Ne, nicht meinst du. Also, ich meine, vielleicht wäre es meins, aber ich habe erstmal so per se kein Interesse, ja? Erstmal an sich habe ich nicht unbedingt Interesse. Mach es genau jetzt. Was genau jetzt? Was, wer, warum, weshalb? Oh. I watched Shrek 3 times, which is basically the same thing. Okay. Will he touch the girl? Lude. Nein. Was? Oh. Guck, Shrek Katze 2, der ist super. Oh, das habe ich gehört. Der gestiefelte Kater. Und vor allem der zweite Teil soll richtig, richtig gut sein. Niemand erzählt so wirklich genau, warum. Leute sagen immer nur, das ist gut. Und das ist für mich immer so ein bisschen schwer, weil Leute sagen immer, dass Dinge gut sind. Aber you know, ich habe nur viel Positives gehört. Shrek der Sechste wird grün? Nein.
Das ist sowas wie, sie wird uns ja sehr lange begleiten, gesagt. Vor allem bei dem Thumbnail war das so gemein, oder? Das war so gemein. Ich dachte mir, was für ein Thumbnail nehme ich? Wie wäre es, wenn ich Sayakas Mord, also Ermordung auf dem Thumbnail draufpacke? Ja, ja, das ist bestimmt. Das ist bestimmt ganz gut. Das wird bestimmt niemanden überraschen, ne? Shining, danke dir für 3 Euro, Mann. Dankeschön, dankeschön. Es gibt keinen Track 5. Ist halt wirklich gut. Ja, ich meine, das habe ich oft gehört, wie gesagt, wie gesagt. Aber bisher macht... Oh, Diamonds! Shit, let's go! Das sind die ersten Diamanten heute. Let's fucking go. Moment, ich sollte vielleicht mit der Glücksspitzhacke zuschlagen, oder? So. Yeah. Let's go. Es gibt auch Mega Mind 2, ja? Dulli? Naja, was heißt Dulli? Ich habe gerade nicht ganz dran gedacht, aber es ist halb so wild. Halb so wild, ja. Halb so wild. Ich habe ja dann noch ein paar gemacht. How recklessly breaks them? Was habe ich denn... Was war denn das Problem? Ich wollte gerade schreien wegen dem Glückdingens. Ich habe es dir jetzt erklärt und dann liest es nicht. Oh, hoppla. Der Animationsstil ist großartig. Story und Character Development gut. Es geht um den gestiefelten Kater und wie er Möglichkeit seines Todes umgeht. Oh. Der erste Teil war ein Reimfall. Oh, echt? Okay. Ich wollte rumschreien wegen der Hacke. Ja, ich habe einen kurzen Moment nicht dran gedacht, dass ich ja dieses Glückding drauf habe. Aber mir ist es ja dann im Endeffekt doch eingefallen, Chat. Also alles halb so wild, okay? So, ich denke mal, wir buddeln jetzt vielleicht hier lang ein bisschen rein, oder? Weiter mit Volos Theme, aber sein Masters Theme. Let's fucking go. Rein da, Chat, rein da. Ich überlege auch, ob wir vielleicht, je nachdem, wie viel Bock wir haben, sogar ein bisschen länger heute Abend machen. Wenn das Donation Go oder so noch voll wird, ne? Damit ihr ein bisschen mehr von der Free Song Request genießen könntet, ja? Also, ne? Je nachdem, wie viel Zeit noch ist und so weiter und so fort, mache ich vielleicht sogar ein bisschen länger für euch. Ja, nicht, dass ihr denkt, dass es dann so verschwendet ist oder so. Weil das ist ein Eindruck, den möchte ich ja euch nicht vermitteln. Ne, mir geht... Suri, mir geht's so darum, damit ihr auch mehr davon habt. Darum ging's mir. Woody, der Glückspilz. Der Bose macht sowieso nicht länger. Warum macht der Bose nicht länger? So gemein. So, minus 40 ist immer noch unser Ziel, ne? Und ab der Länge, ab der Höhe wollen wir Strip-Minere. Oder? Was, wenn da Lava drüber gewesen wäre? Dann wären die jetzt weg. Also Minimum Safety Measures. Würde ich das nicht bemerken, wenn da Lava ist, durch so ein bisschen Tropfen oder so? War da die Chance für? Ich hatte legitim keine... Also ich hatte keine Sorge, weil ich dachte, dass ich absolut safe bin. Aber okay, ich achte das nächste Mal. Wer spielt die Geige wie ein böser Kultleader? Du gehst jetzt schlafen? Nicht? Okay, ich wollte sowieso ins Bett. Gute Nacht, Deliri. Und Dankeschön, Dankeschön, Caro, für 5,60 Euro, Mann. Büller gönnt heute aber auch heute, hoffentlich. Ah, immer Retox, für euch doch immer. Blubby, was geht, na? Oh mein Gott, Blubby spielt, seht ihr das? Blubby geht richtig ab, Mann. Also minus 40 die richtige Höhe? Ich habe minus 54 gehört. Ich meine, haut mir gerne raus. Haben wir hier Experten, die sich ganz sicher sind? Und by the way, hi Allstar, wie geht's dir stets? Haben wir hier irgendwelche Experterinos? Blubby, danke dir für 57 Monate, toll, dankeschön. Willkommen zurück beim Fulltime-Adel. Danke, Mann, Blubby. Minus 52, was the mathematically best height. Okay, dann gehen wir auf minus 52. Dann gehen wir auf minus 52, ich vertraue da Emil. Minus 54 ist da, ja, fast das gleiche Allstars. Ich denke, das macht den Braten wahrscheinlich nicht fett, ne? Das ist auch die neue Version, oder ist das jetzt wirklich die neue Version? Von Hikari. By the way, mögt ihr Simple and Clean mehr oder Hikari? Ich meine, bei Passion und My Sanctuary, die sind nicht so anders. Aber Simple and Clean ist halt immer die Techno-Version und Hikari ist halt immer die Version normalerweise. Deswegen frage ich, Simple and Clean magst du mehr? Okay. Minus 58 am besten, soweit ich weiß. Okay, wäre der Unterschied gerade so krass anders? Moment. Hört ihr das, Chat? Was ist das? Ist das vom Song? Warum klingt das, als könnten das Minecraft-Geräusche gerade sein? Das ist vom Song, oder? Chad, ist das ein Minecraft-Ding? Hört ihr das klackern? Chad? Chad, was ist das? Moment. Nee, es ist vom Song. Okay. Es ist
ist vom Song. Hab gerade im Wiki nachgeschaut. Dort steht, most commonly between minus 50 and minus 64. Okay. Also ist prinzipiell dann... Ich gehe mal mit Emils Länge, ja, und dann können wir mal schauen, ob wir da ein bisschen tiefer gehen. Wir sind ja fast da. Wir sind fast da in der richtigen Höhe und dann wird richtig gemeint. Was ist das für ein Stein? Was ist das? Chat explain. What is this? Nee, du? Nee? Ich? Okay. Hi, Feder. Was ist Tuff? Was ist Tuff? Mein Inventar ist voll. Ich bin auch sehr smart gewesen, mal wieder keine Fackeln zu setzen, ne? Hey, Alpha! Omega, wie geht's? Wie steht's? Einfach nur ein cooler Stein. Okay. Der Bruder von Wuff. Ah, ach so. Tuff, tuff, die Eisen... Okay. Ich merk schon. So. Oh, wir sind langsam in der Höhe von Diamanten-Chat. Oder in der Tiefe. Wie definiert ihr das? Also, das ist jetzt ein Persönlichkeitstest, ja? Sagt ihr eher Tiefe oder Höhe? Gibt's eine Grafik auf Google für alle Erze? So, nice. Ja, komm, dann gehen wir trotzdem auf minus 52. Wir können dann ja immer noch so ein bisschen variieren, ne? Als anerkannter Doktor will ich dir sagen, dass du mich mit dem Titel ansprichst. Und was, wenn nicht? Was tust du, wenn nicht? Ha? Nur so aus Neugier. So eventuell. Level? Was für Level? Höhe, Tiefe? Höhe, Tiefe, Schmiefe? Ja, passt schon. So. Wir sind eigentlich schon fast da, so gut wie da. Das heißt immer noch Herr Professor Dr. Feder. Okay. Hey, Schrom, was geht, ne? Alles gut bei dir? Tuff wie die aus Avatar? Meinst du Toff? So. Okay, nur noch einmal runter, Chat. Strip Mining Zeit. Let's go. Okay, was wäre die beste Taktik? Es gibt ja irgendwie eine Taktik dafür. Aber wir können auch allgemein hier so ein bisschen buddeln und ein bisschen gehen und ein bisschen bewegen und dies, das, Ananas, oder Chat? Was bedeutet der Timer neben den Koordinaten? Die Uhrzeit von der Spielwelt halt. Das ist alles. So ein bisschen Raum ausheben ist nicht ganz verkehrt, oder? Oder ist es? Alles geschmeidig und selbst bei mir auch. Bei mir alle super. Alle supidupi, chipi chipi, chapa chapa, ne? Der Counter bis zur Explosion. Ja, wenn ich bis dahin keine Diamanten finde, explodiere ich, Chat. By the way, es sind ein paar Leute auf dem Server. Ich denke immer noch, sie erwarten, dass ich hier in einem Moment mit dem Tag ankomme. Also, no joke, wenn jemand wirklich einen Titel hat, kann er darauf bestehen. Das nennt man dann Begrüßung oder Erwöhnung, dass man... Es klingt affig und wirkt direkt unsympathisch. Aber auf Arbeit haben wir genauso einen, der Doktortitel trägt. Ich wollte gerade sagen, du kommst mir gar nicht wie die Person rüber, selbst wenn du einen Doktortitel hättest. Du würdest spaßmäßig vielleicht sagen, oh, nenn mich bitte Doktor, aber du würdest das doch nicht Leuten aufzwingen. Also so hätte ich dich zumindest jetzt nie eingeschätzt, du. Yo, Anime Heaven, danke dir für 15 Monate treu. Dankeschön, bleib beim Adel. Wie geht's, wie steht's? Was war das? Habt ihr das gehört? Was war das, Chat? Ha? Dan, erklär, was war das? So, wollen wir immer so zwei buddeln? Wir wollen immer so zwei buddeln, oder? Ach, ich bilde mir das ein, natürlich. Okay, ich denke, es ist Zeit für eine Diamantenspitzhacke. Das geht da ein bisschen schneller dann doch. Einfach ein bisschen buddeln? Ist da ein Warden oder so? Bin ich jetzt gerade wirklich auf einer Ebene, wo ein Warden oder sowas ist? Warum ich? Ich weiß es nicht. Nee, mach nur ein weit, ist effektiver. Also einfach nur so. Okay, dann gehen wir hier immer weiter und weiter. Okay, es ist Buddelzeit, Chat. Zeit zu buddeln. Naja, das hier ist nicht so cool. Wir machen weiter, das passt schon. Bitte komm keine Lava rein. Gutes altes Strip Mining. Oh mein Gott, das Federzorn. Am besten nur einmal eins für Strip. Alles klar. Fully, da waren die Höhlengeräusche aus Minecraft. Ganz normale Höhlengeräusche? Echt? Das klang ein bisschen komisch für mich. Deswegen habe ich das wahrscheinlich gar nicht so realisiert. Ich glaube, das ist mir gar nicht so aufgefallen erstmal.
Bitte seien Sie nicht so sauer, Doktor, Doktor, Professor, Professor, Doktor, Doktor, Professor, möchte gern Feder. Ich mach nur Spaß. So, wegen dieser wichtigen Nachricht. Klingt direkt unsympathisch, wenn jemand sowas wirklich will. Und ja, der Doktor ist nicht beliebt. Naja, ich meine einfach nur. Ich hatte erst mal den Eindruck, du wolltest erzählen, oh, du kannst es ja wirklich, dass die Leute sich dann so nennen. Und dann dachte ich mir, was? Aber dann der nächste Teil, darauf wollte ich ja hinaus. Deswegen sagte ich ja, ja, ich hätte dich auch nicht so eingeschätzt, du. Also keine Sorge. Für Lava nehme ich sowas immer einen Wassereimer mit. Ich meine, hätte ich mitnehmen können. Habe ich aber nicht. Selber schuld. Hoppala. Johnny ist da! Ja, Johnny ist da, aber der ist nicht hier. Johnny ist da, aber nicht hier, versteht ihr? Aber Johnny ist immer hier oben, Chat. In meinem Kopf drin. Er lässt mich nicht in Ruhe. Was macht der Mann nur? Okay. Wo Diamond, Chat? Wo Diamant? Also rein mathematisch, statistisch gesehen, richtig vernünftig betrachtet. Irgendwann, wenn ich hier immer weiter und weiter und weiter und weiter und weiter und weiter buddel, komme ich irgendwann zu Diamanten, korrekt? So, Lapis ist egal. Ich weiß, ich könnte das mit dem Glückding sammeln, aber habe ich überhaupt den Inventarplatz? Nicht allzu sehr. Aber trotzdem halb so wild mit dem Lapis. Fully, das heißt Lapis Lazuli. Ja, ja, ja. Ihr blubbert's auf jeden Fall. Blubby? Warum blubbert's so sehr? Blubby? Was soll das? Was Johnny macht, wahrscheinlich Urlaub. Der ist immer, oh, wowie, sawi, bisschen Zeit für Urlaub. Nein. Ich glaube gerade ausnahmsweise nicht. Aber Arbeit macht der Mann auch nicht, ja? Nee, nee, nee. Blubby! Ich habe kaum noch Platz in meiner Tasche jetzt. Blubby, erklär dich! Lapis Lazuli? Was ist mit 10, 17 und 18? Ah, heißen die nicht so irgendwie Lapis und Lazuli? Okay, Chat. Wir können hier natürlich ein bisschen erkunden gehen, aber es ist auch nicht so groß. Oder ich mache so eine Art Straße, ja? Ich mache so eine kleine Straße. Auf der Straße! So, hier. Machen wir das, denke ich, so. Wir machen hier den Weg einfach weiter, oder? Du besser? Ja. By the way, Fully, du solltest wahrscheinlich alle so 4, 5 Blöcke einmal ein Loch in die Wand hauen. Weswegen? Weswegen genau? Erklär. Du kannst auch hin und wieder seitlich einen Eimer eintunegraben mit 2 Blöcken Abstand dazwischen und eine große Fläche scouten. Luftloch. Okay, also hier. Oh, Sauerstoff. Mehr Blöcke aufdecken. Achso, dann immer mal wieder so Eimer reinbuddeln oder wie meinst du? Also wirklich genau so? Also so? Dann schauen? Nein, da ist nichts. Du hast den ganzen Luft gegessen? In mir so ein Gieriger. Oregano oder Oregano? Wie sprecht ihr es aus? Mir ist es eigentlich echt egal. Einfach weiter reingraben. Achso, du meinst, ich soll dann immer mal wieder umkehren, oder wie? Einmal eins ist halt die meisten Blöcke aufgedeckt pro abgebauten Block. Also du meinst so richtig? Ich gebe zu, vielleicht stehe ich auf dem Schlauch, aber ich bin ein bisschen verwirrt, was genau. Das ist doch einmal eins. Also, meinst du was anderes oder nur das? Tiefer? Aber das ist dann nicht mal einmal eins, oder? Wenn du das so meinst. Oh mein Gott, das sind Diamanten! Bisschen weiter rein. So tief du kannst. Okay, dann ist es ja aber nicht mehr einmal eins, oder? Dann ist es einmal, keine Ahnung, 5 oder 6 oder 7. Deswegen war ich so verwirrt. Aber ich habe verstanden, was ihr meint. Alles gut. Also, oh, Moment. Ja. Bam, bam, bada, bam. Wee, bada, bam, bam, bam. 23 Diamanten, Chat. Tja, mach das mal nach. Obwohl, ich habe viel mehr. 1 mal 1 mal 5 ist immer noch 1 mal 1, Idiot. Ist es? Ist es? 1 mal 1 mal 5? Wäre es dann nicht trotzdem die 5 Blöcke? Hä? Egal. Mathe? Ich meine, dann wäre es doch 5 und nicht 1 oder 1. Aua, du bist da! Oh, Schabra! Ja! Ha! 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 Schutz 4. 3D oder so.
Okay. Oh mein Gott, Lava-Chat. Chat? Dankeschön fürs Aufbuddeln. Ich hab Schutz 4, alles gut. Ich hab Schutz 4, seht ihr, ich hab gar keinen Schaden genommen. Alles easy. Alles easy. Der Füller ist geschützt, ja. Kein Grund zur Sorge oder Angst. Bruder wollte nur noch so seine Knochen präsentieren. Er kommt nach und sagt so, solltest du eine Decke machen? Was willst du mit dem scheiß Knochen? Guter Punkt. Autsch. Okay, das hat mir Schaden gemacht. To be fair, ich bin aber ein bisschen risky on the Pepsi, ja? Bin kurz weg, bitte erst sterben und dann alles verlieren, wenn ich da bin. Keine Sorge, ich werde hier nicht sterben. Also, es müsste schon... Okay, never mind. Das hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Ja, vielleicht sollte ich wirklich so eine Art Überdachung machen. Du hast einen guten Punkt. So, aber nee, ich werde schon nicht sterben, alles gut. Ich habe auch noch genug zu essen. Blindschlange? Ich könnte natürlich auch ein paar Fackeln niederlegen, aber ich habe Schutz 4, Chat. Chat, ich habe Schutz 4, schaut euch das mal an. Schutz 4. Nicht nur stylisch, sondern auch sicher, ja? Aha. Und ausleuchten. Ich bin so gut geschützt. Also, im Nether müsste ich mir Sorgen machen. Aber ich denke, hier, solange nicht echt ein richtig krasser Mob kommt, den ich nicht kenne, sollte nichts passieren, Chat. Also, jetzt mal ohne Scheiß. Also, ganz ehrlich. Immer ein bisschen Schutz tragen. Yeah. So, da kommt eh keiner durch. Und immer schön weiter buddeln. Immer weiter buddeln. Breaking News. Streamer hasst Diamanten. Wieso? Was denn? Ich jubri auf... Oh, was? Oh, das sind Diamanten! Oh, die habe ich echt nicht gesehen, du. Sag doch was, dass da rechts Diamanten sind. Jetzt sagt sie so, habe ich gesagt. Hast du gar nicht. Du hast nur Blindschlange gesagt. Frech. Okay, es war ein Block. Aber hey, zählt. Warte mal. Ah ja, genau, hier. Ich wollte gerade überlegen. Wo war nochmal meine Mine? Hier ist meine Mine. Okay, wir buddeln noch ein bisschen weiter und dann gehen wir mal so zur Seite, ja? Wo die Dias waren, mehr buddeln? Ist das denn nicht? Ist ja die Chance, dass der Meer ist immer da. Ich gehe dann zurück. Übrigens, Chat. Hey, Chat. Ihr wolltet Coconut Mall. Let's go. hier. Ja? Ja. Okay. Da ist noch ein Diamond. Coconut Malt. Ich dachte wirklich, der könnte alleine da sein. Yo, Shining, danke dir für 5 Euro. Dankeschön, Mann. Shining ist like, keine Sorge, Leute. Ich rette euch vor der Coconut Malt. Oh mein Gott. Ein Kampf gegen einen echten Helden-Chat. Meint ihr, ein bisschen mehr hier buddeln? Oder so 3 Stück sind... Könnte es sein, dass so 3 Stück meistens in der so zusammenhängen? Wahrscheinlich ist hier nicht mehr, oder? Oder? Imagine, Fully stirbt gleich wegen Lava. Niemand, Schneemann, du. Die Soundfont. Boah, sie kommen mir ein bisschen bekannt vor. Es könnte ein DS-Spiel sein. Bin ich bei DS-Spiel richtig? Darf ich so raten ein bisschen? Ah, dann können halt auch schräg verbunden sein, verstehe. Habe ich wieder was dazugelernt, alles easy. Der ist schon mal hier. Okay, der Teil klingt ein bisschen wie Mystery Dungeon. Diese langgezogenen Noten, diese hier. Oder die klingen ein bisschen wie Pokémon Mystery Dungeon. Ist Pokémon Mystery Dungeon? Ja? Okay. Oh, da, der Füller hat sich ein bisschen erkannt. Ein bisschen drauf geachtet. Ist krass, dass man manchmal an solchen Sachen so sich denkt, ein bisschen vertraut kommt es mir ja schon vor, ne? Dankeschön, Chat, dankeschön. Immer wieder gerne, ja. Oh, übrigens, solche Ratenspielchen dürft ihr immer wieder gerne machen, falls ihr Bock drauf habt, ne? Falls ihr euch denkt, boah, fuh, die Rate mal. Ich guck dann auch nicht, ne? Ich freue mich schon gleich auf eine Lava mit Füllergeschmack. Na, hier passiert nichts. Also hoffentlich. Okay.
Denkt ihr, es ist langsam sinnig, auch mal nach rechts zu buddeln? Ich hätte wirklich gern das Flint. Dankeschön. Hab ich's mit? Ich hab's mit, ne? Yeah. Nehmen wir mal generell ein bisschen was mit, ja? So kann man immer gebrauchen, denke ich. Da kann ich mir ein paar Pfeile machen. Yeah. Das ist mein Minenabenteuer-Chat. Okay, reicht aber auch irgendwo. Füller Geschmack? Also Stinky? Nein! Wann die Minecraft-Fuck? Du baust Blöcke schneller ab, wenn du weiter weg von ihnen stehst. Wirklich? Jetzt ohne Scheiß? Meinst du so? Das ist ein bisschen vielleicht zu weit weg, ne? Aber warum? Hä? Die einzige Musik beim Kampf gegen Warnen, die ich anerkenne, ist die Version von Calamari Incantation beim Kampf gegen Inner Agent 3. Was? Was? Ha? Huh? Und Diamond Adder! Geilo! Yeah, wir haben 36 Diamonds, Chat. Wir haben fast einen Stack gefunden mittlerweile. Ich denke, die Mine funktioniert. Ich fände es wirklich cool, wenn wir so einen Waypoint hätten, damit wir schneller hier hin können. Aber das kriegen wir so oder so dann irgendwie noch gebacken. Und andererseits, ich habe viel Schrott, den ich einfach wegwerfen kann. Von daher, wir werden noch unser Inventar gut füllen können, ja? Und solange ich noch Dingens habe, ist alles easy. Warum findet Fully so viele Diamanten und ich nicht? Weiß ich nicht. Vielleicht, weil ich Hilfe von süßen Leuten hier im Chat habe, die sagen, oh, Fully, du kannst es genauso machen. Möchtest du es lernen? Ich bring dir das bei. Ich als Chat-Member. Weißt du, hast du sowas? Tja. Fully versteht keinen Peak. Sorry, ich hab schon verstanden. Ich hab schon verstanden und ich kenne ja auch den Track und alles. Ja, wie süß genannt. Ah. Oh. So. Willchen weiter buddeln. Andere Streamer würden das Backseat Gaming nennen. Ich bin ja schon lange sehr viel Matches mit ein bisschen Backseat Gaming geworden. Ich habe festgestellt, es ist eine Menge wert und eine Menge Zeug darin zu finden, wenn ich mir einfach von anderen Leuten ein bisschen was erklären lasse. Und ich habe ehrlich gesagt auch das Gefühl, dadurch manche Spiele, die ich blind spiele, sind viel spaßiger dadurch manchmal, indem ihr mir einfach ein paar Kleinigkeiten dazu erzählt, wo ich mir denke, die Sturheftigkeit komplett zusammen, ich will nicht, ist vielleicht doch nicht so gut. Man muss ja nicht alles sagen, ja, aber so ein bisschen was, ich habe mittlerweile den Wert ziemlich erkannt und ist sehr hilfreich. Vor allem, ihr übertreibt ja auch üblicherweise nicht, ne? Coconut Malt again! Zurück zum Mall. Mhm. Bisschen Mall-Schmall. Okay. Wie oft sollte ich eigentlich immer wieder in die Seite buddeln? Ja, ganz oft, Fully. Das ist voll smart. Okay. Irgendwann sollte ich den ganzen Weg zurück machen. Wollen wir mal auf der Karte schauen? Oh. Chat? Nein, so tief ist es nicht. Glaubt ihr? Potenziell. Ich könnte in die eine Diamantenhöhle bei der Schweinerennbahn gelangen. Imagine having lost your mom at the grocery store and hearing this while the anxiety sets in. Mama? Mom? No! Und dann hörst du das und dann jemand sagt so, haha, Coconut Ball! Und dann ist da so ein Kind und denkt sich so, Mama, no! Oh. Ja, ist keine so lustige Situation, kein so witziges Szenario. Oh nein, dich gibt's doch, oh mein Gott. Ja, sollte es mich nicht geben? Was? Oh. Ich meine, wenn wir die Schweinerennbahn entdecken und dort die ganzen Diamanten sind, dann denke ich mir so, tja, das darf ich nicht mitnehmen, sonst reißt mir Döschke den Kopf ab, ne? Och nö, den Füller gibt's ja immer noch. Oh, Moment. Easy. Alles gut, Chat. Alles gut. Gar kein Problem. Nach dem Stream aber wird es nie wieder existieren. Ich höre einfach auf zu existieren. Ich mach Puff und bin weg. Einfach raus hier. Klingt wie Duck Duck. Hm? Und die Musik? Also optimal wäre es, mit zwei Blöcken Abstand in die Wand zu buddeln. Aber noch optimaler wäre es halt in Crouchen zu buddeln.
Ich meine, okay, aber an all die Dinge ein bisschen zu achten, habe ich da auch keine Lust. Wir machen es ja auch ein bisschen zu. Es ist ja auch ein bisschen Entspannungsarbeit. Wir können effektiv arbeiten. Ich sehe es voll ein. Ja, aber ist okay. Vor einigen Jahren war ziemlich aktiv mit meinem Account, der hieß Mojang Deutschland. Okay. Normalerweise würde ich sagen, ich erkenne Leute sofort wieder, aber sicher, dass du mich nicht verarscht gerade oder mich verwechselst? Wirklich, optimal wäre, Kilotonne TNT. Okay, ab TNT, kaboom, einfach ballern. Ja, genau, wir müssen nicht zu sehr Metagaming machen, das passt schon. Ich meine, ich akzeptiere es, ich erkenne es an, alles gut, Chat. Ja, ich weiß, dass ihr Bescheid wisst. Ich habe es gesehen, ich weiß, ich könnte es auch optimaler machen. Aber ich denke, das ist so voll okay. Der Mojang Deutschland? Du hattest keine Facecam, doch ich hatte immer eine Facecam. Shining, danke dir für 5 Euro, Mann. Dankeschön, dankeschön. Siehst du, du verwechselst mich, mein Freund. Tja, Chat. Mojang Deutschland ist jetzt IGN Ukraine. Ergibt Sinn, ergibt Sinn. Was denn auch sonst, ne? Interessanter Wandel. Ergibt vollkommen Sinn. Nee, ich glaube, du verwechselst mich. Er meint eigentlich Jonathan. Aber ich klinge gar nicht wie Johnny. Ich kann ihn... Ich müsste mal üben. Könnte ich eine Johnny-Impression machen? Bestimmt. Maui Zaui. So klingt er wirklich. Alle sagen das, oder? Alle sagen das. Buddy wird gleich von einem Zeta-Flair zerstört. Was Dashke vorbereitet? Bitte nicht. Das ist trotzdem geil. Okay, bitte. Ich meine, du weißt, meinst es nett, aber okay. Ne? Hallo Sprache. Aber guten Abend. Es ist Hockey. Oh, geil. Ist das nicht geil, was wir machen? Minecraft. Und dann suchen wir Diamanten. Und haben hier Musik. Also, das ist so geil, oder? Mann, Chat. Mann. Richtig geil. Wollte dir nur sagen, dass meine Autopsie rauskommt mit dem Namen ein gepeinigter Aquamarin Goldfisch packt aus der Tyrannei bis Sklaverei das Leben eines Fully-Mods. Kannst du dich verändern? Okay, ich kann es nicht verändern. Nächste Woche kommt die EDC 2 von Final Fantasy 16 das Wasserdrache schon dran. Da werden Streamer heute nicht mehr, geil finden. Diese Twitch-Zensur geht zu weit. Ich finde, okay. Ich will nicht sagen, dass es allgemein für alle so gilt, aber ich finde es ein Stück weit unangenehm, wenn man sagt, boah, Fully, ich finde dich geil. Wäre nett, wenn ihr das einfach respektiert, okay? Ich finde es ein bisschen unangenehm. Ich will nicht sagen, dass ihr das bei allen so handhaben müsst. Bestimmt gibt es Leute, die gehen da... Gibt's Leute, die gehen da ganz anders mit um. Aber... Okay, ne? Ihr seht schon. Nein, es ist ein Du-Ding. Hier sag ich ja. Nein, halt die Schnauze, Sefri. Boah, Fudi, ich finde dich schon hart scheiße. Hey! Knork ist ja was anderes. Knork ist fein. Knork ist voll okay. Du bist ganz okay. Oh. Du bist richtig knorki. Ja, ja, so wie mir das hat. Ist Toleranz an geil, wird schon durch Danganronpa ans Limit gebracht. Und Danganronpa hat manchmal einiges an Wortwahl. Was ich krass finde, weil der ist, also die englische, also der englische Dub, wie ich das heute im Class Trial festgestellt habe, ist ja richtiger Pipifax zum Teil. Also, die Leute sind halt gar nicht mal so krass in ihrer Sprachwahl, ja. Aber im Deutschen ist es viel schlimmer. Ich denke, es hält sich ein bisschen mehr am Japanischen. Kann das sein? Also, die sind ein bisschen viel vulgärer, ja. Wenn wir sagen, Fully, ich finde dich schon extrem unschön, ist das besser. Das ist voll frech. Meh, ganz nett. Hallo, was soll das? Menschen, die geil als cool benutzen, sind aber eh weird. Wobei ich nicht weiß, ob Menschen, die es in ihren Dirty Talk einbauen, nicht noch weirder sind. Du hast in beiden Aspekten recht, also vor allem im zweiten, ja. Es ist im zweiten noch schlimmer, aber ich bin auch kein Fan dafür, geil als Äquivalent von cool zu benutzen. Ich meine, müsst ihr wissen, wie ihr das sagt? Okay, okay, okay. Aber ich mag es auch nicht so sehr. Ich finde, es ist generell ein sehr unschönes Wort, wenn ich ehrlich bin, oder? Ist das ein Ich-Ding? Fühlt das irgendjemand außer mir? Ich denke, geil ist ein sehr unschönes Wort. Niemand mobbt dich, alles gut. Hallo, chill, beruhig dich. Ha? Ja, alles gut. Wir haben nur ein bisschen über das Wort geredet. Wir haben dich nur darum gebeten, zu sagen, bitte nicht so. Und dann ist alles cool. Niemand hat sonst was gegen dich gesagt.
Zu Siegfrieds Zeit war es doch cool, cool zu sagen. Ich mag cool immer noch. Ich denke, cool ist ein cooles Wort. Wir mobben nur das Wort generell. Ja, wir reden nur über das Wort. Ja, also beruhig dich. Alles gut. Alles gut, Mann. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es sich mehr am Japanischen hält oder ob es daran liegt, dass der Übersetzer damals noch jünger war. Ah, Shining, danke dir nochmal für 4,20 Euro, Mann. Dankeschön. Was mit Ratten scharf? Okay, das ist so bescheuert. Oh mein Gott. Das Wort geil schon hart ungeil. Ich meine, ihr könnt eure Meinung dazu haben. Ich habe nur meine kundgetan. Das ist alles. Yeah. Das Einzige, was wir mobben, ist die deutsche Sprache. Eine Sache weiß ich nämlich dazu. Im Englischen hat der Angeklagte, ja, der Täter, die ganze Zeit stupid, stupid, stupid gesagt. In den deutschen Text stand die ganze Zeit scheiße, 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 scheiße. Und im Japanischen sagt er die ganze Zeit aho, 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 aho. Das heißt halt so viel wie Idiot. Weswegen ich mir, oder halt, ja, Idiot, aho, sollte so am besten sein, ne? Als Übersetzung. Deswegen war ich mir unsicher. Was ist jetzt genau die, also, was ist wo näher dran? Nicht Ahoi, aho. Oh, aber es klingt ein bisschen wie Ahoi, ja. Stimmt, das fand ich auch komisch. Es waren alles ganz verschiedene Wörter. Deswegen, ich war mir sehr unsicher, was genau, was, wie, wo, wann, warum. Oh. Außerdem, ja, im deutschen Patch sagt zum Beispiel der eine Typ, wie heißt er nochmal? Ihr wisst schon, Pompadour-Typ, Gang-Typi, der sagt ganz oft Hurensohn. Ich meine, er sagt, glaube ich, im Englischen auch ab und zu Son of a Bitch. Aber irgendwie Hurensohn klingt ein bisschen... Josuke? Ja, genau. Es klingt ein bisschen härter, denke ich, wenn du Hurensohn als Son of a Bitch sagst, oder? Oder? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Oh. Yakuza. Huso. Ja, Huso ist ja... Huso ist sehr harmlos. Huso ist alles in easy. Ich sag das schon auch zu oft als Füllwort. Sagst du Hurensohn oder Huso? Huso ist ja was anderes. Ich denke, dadurch, dass es ja eh abgekürzt und verniedlicht ist, ist es, der Vibe ist ganz anders. Hallo, das habe ich verstanden, Space. Oh. Hurensohn Junior aus Witcher? Richtig. Nee, ist mir nur aufgefallen. Aber ich bin noch mal gespannt, was Leute allgemein zu dem Paar mit dem Class Try sagen, ne? Nachdem die ganze Zeit nur meine Stimme gehört haben. Oh. Ich habe wirklich nicht so viel zu reden gehabt in dem Part. Ich wurde vor ein paar Jahren von einem Kindergartenkind als Hurensohn bezeichnet. No! Und sagt oft Son of a in a voice line. Stimmt! Er sagt Bitch gar nicht. Mondo spricht's nie aus. Er sagt ganz oft Son of a. Und dann Punkt. Du hast vollkommen recht. Genau das meine ich. Mir ist oft aufgefallen. Ich habe zumindest den leichten Eindruck. Danganronpa im Englischen ist ein bisschen sprachlich toned down. Ich habe das Gefühl, bestimmt ist es im Japanischen auch vulgärer, oder? Ich weiß es nicht. Es könnte sein, dass du Bitch nicht sagen kannst, ja? Ich glaube, die sagen auch nie Fuck you oder so. Aber die sagen ein ziemliches Äquivalent auf jeden Fall im Japanischen und im Deutschen ebenfalls. Die sind halt im Englischen auch. Die sind im Englischen alle ein bisschen zu höflich und zu nett. Es passt eigentlich vom Setting, dass du da so ein paar Teenager hast, die in so einer Situation sind, dass die ab und zu mal ein bisschen vulgärere Sprache verwenden, ja? Hör auf zu swearen, es tut mir leid. Es ergibt nur für mich ein bisschen mehr Sinn, wenn die öfter mal natürlich ein paar böse Wörter sagen. Du darfst es natürlich nicht übertreiben, ne? Aber versteht ihr, was ich meine? Ne, das ergibt gar keinen Sinn, Blubby, ja, ja. Oh. So. Ich glaube, das war der Gedankengang von Caulfield. Ja, ich kann auch, wie gesagt, schwören, dass sie im Anime damals auch sehr viel mehr vulgärer waren zueinander. Aber wie gesagt, es sind Teenager. Es sind auch noch super exzentrische Teenager. Und die sind einfach in der Schule eingesperrt und spielen essentiellen Death Game. Also, es ergibt nur Sinn, dass da ab und zu mal böse Wörter fallen, ne? Oh. Ich sag mein Angry Word. Was ist dein böses Wort, hä? Ich glaube, ich habe bisher zwei Leute als Hurensohn bezeichnet. Ist beides über 10 Jahre her. Ich glaube, so ernsthaft habe ich das auch nie gemacht. Nur für ein Shock Value aus Spaß.
Wie Ricky bei Golf with Your Friends. Aber einfach nur für den Effekt, dass alle sich denken, boah, bisher ist es einfach nur der Effekt. Es ist einfach so, wenn es so aus dem Nichts kommt, denkt man sich so, okay, jetzt muss ich drüber lachen, um das zu verarbeiten, weil es an dem Punkt witzig ist, wisst ihr? Wisst ihr, was ich gerade versuche zu erklären? Es hat aber, glaube ich, was mit der Kultur an Audiences zu tun. Amis nennen jedes Medium edgy, wenn man da mehr als halbe F-Bomb, ich hasse diesen Ausdruck, Leute drin sind. Ja, das kann sein Spaß. Es war Spaß. Ich mag Ricky, alles gut. Alles easy. Mir kommt es immer so vor, als sei ein Amerikaner etwas überempfindlich mit bösen Wörtern. Ja, oder? Sie haben ja auch das ganze Rating-System, deswegen die F-Bombe. Oh mein Gott, jemand hat Fuck gesagt. Lass Leuten Fuck sagen! Mann! Ist doch okay! Es ist wirklich nicht so schlimm. Vielleicht sind wir aber wirklich kulturell anders. Ja, stimmt! Damn ist ein böses Wort. Verdammt! Stellt euch vor, wir würden verdammt als ein böses Wort behandeln. Verdammt von allen Dingen. Verdammt! Oder hell, stimmt auch. Ja. Ich meine, man muss nicht übertreiben, weil wenn es übertrieben ist, dann kommt es immer komisch rüber. Aber genau das, was Ezra da sagt. Ich habe das Gefühl, sobald es erlaubt ist, übertreiben sie zu sehr in ihrem Sprachgebrauch damit. Und dann wirkt es zu edgy. Wisst ihr, was ich meine? Fühlt ihr auch so? Ergibt das Sinn für euch? Damn, Daniel! Übrigens, wir haben ganz schön lang keine Diamanten gerade mehr gefunden. Was ist da los, Chat? Rede Deutsch, Huso? Ich rede doch gerade Deutsch, hallo. Wo eigentlich mal Diamanten wieder? Habe ich gerade einfach Pech, Chat? Fan Daniel? Ja, Funny Daniel, Chat. Funny Daniel. Oh. Was ist das für ein Track gerade? Gosh darn it. Was? Diese vermaledeiten Profanitäten im Fernseher. Amerika, denke ich. Ja, ich meine, im britischen Verhältnis ist das gar nicht so, ne? Aber, okay, das klingt vielleicht komisch, ja? Aber britische Beleidigungen sind schon eine Sache an sich. Irgendwie die Art und Weise, die Kunst des Beleidigens im britischen Englisch ist so blumig und so facettenreich, dass ich es schon wieder super finde. Die haben so viele Beleidigungen, die einfach super lustig klingen, ja. You donkey oder twat oder sowas, ja. Oder bestimmt auch noch ganz andere Sachen, die nicht zu schlimm sind, aber einfach nur bloke, ja, das ist auch so ein Ding, obwohl du bloke auch ganz anders sagen kannst, bloody wanker, ja, sowas, es ist so lustig, es ist so ein farbiges Vokabular, versteht ihr, was ich meine? Sie haben so eine Beleidigungskultur irgendwie dort, das ist aber irgendwie schon wieder süß und funny klingt. Ihr Nob. Nob habe ich auch noch nie gehört, aber kann ich mir voll vorstellen, ich sehe es voll. Pflicht im Sprachgebrauch normalisiert sind in Deutschland, meine ich auch noch. Nicht so eine lange Sache. Kann sein, ja. Bollocks? Stimmt, Bollocks ist ein Ding. Hat das nicht Juni in Xenoblade Chronicles 3 auch ganz oft gesagt? Bollocks! Das ist eine andere Seite der Welt. Aussies, die sich gegenseitig lovingly kann nennen und dann schockiert sind, wenn es vor. Ja, genau. Dann in Australien ist so, jeder ist eine Kant. Aber. Das ist dann wieder zu weit. Australien übertreiben's, ne? Oh. Ja, erstmal 18 plus, ja. Ein böses Wort gesagt. Das Einzige, was man an britischen Fluren mitteilen kann, ist australisches Fluchen. Ja, die sagen ja auch, also. Ne, also, ja. Australier sind ein bisschen zu hart schon fast damit. Die übertreiben. Das ist aber, ich glaube, fast schon so unser Huso-Ding, oder? Wir nennen ja auch alles und jene immer Huso. Und dann irgendjemand, der das nicht versteht, sitzt dann auch hier und denkt so, aber was soll das? Oh. Wo ganze Diamanten, by the way, Chat? Einfach halbe Jahreszeit keine Diamanten mehr gefunden. Was ist da los? Und ich habe mich jetzt auf den Kopf gestellt, also bin ich Australier. Kant, lovingly. Danke, dass du es zumindest spezifiziert hast, wie du es meinst. Ich spiele aktuell Final Fantasy 6 und, ja, man hat sehr viele Partymitglieder. 15 Stück oder so, glaube ich, gibt es insgesamt, ja. Sind die Schotten nicht auch super bekannt dafür zum Fluchen? Schottisch klingt immer so ein bisschen, als wären sie sauer, oder?
Oh, Fiddlesticks. Ja, britische Wörter sind super. Und die haben die gegen die Emos verloren. Ja. Vollidioten, habe ich recht? Bitte sag sowas nie wieder, okay? Oh. Ich glaube, insgesamt sind 12. Nee, 14. Nicht 15? Brauchst du nicht 12 fürs Ende und hast 3 optional offen? Also, nicht optional offen. Aber hast du nicht 3 offen? Wenn du 12 hast. Nee, sind's 14? Okay, es sind 14 scheinbar. Are you seeing diamonds, Chat? Oh mein Gott, seht ihr das da hinten? Seht ihr das Void einfach? So, wir bauen uns hier den Gang ein bisschen weiter, damit ich definitiv meine Strip Mine immer wieder finde. Das ist ganz wichtig. Okay. Ups. An dem Punkt muss ich anfangen, Bruchstein zu verwenden, ja? Sollte ich vielleicht am Mogi verkaufen, hab gehört, der ist Fan. Wisst ihr was? Einmal kurz um die Ecke schauen. Nope. Da ist ein bisschen Eisen, aber... Ja, komm. Ja, wir wollen noch ein bisschen Diamanten eigentlich haben. Ist da oben ein bisschen was? Da ist ein Creeper-Schmieper. Ja, alles halb so wild. Ich habe Schutz 4. Noch ein Creeper. Und noch ein Creeper. Ja, okay, beruhig dich. Da hat ein anderer Creeper einen anderen Creeper getötet. Aber sonst scheint hier nichts zu sein. Fully drückt sich nur vor seiner Flying Lamb. Was heißt drücken? Also ich hatte halt irgendwie nicht zu sehr Lust. Ich wollte ein bisschen was anderes mal machen. Darum ging es mir. Also ich wollte ein bisschen selber Abwechslung haben, weil sonst, boah, verzieh dich, Mann. Jemand hat den Fortune Villager 3 befreit, denke ich. Tja, Mogi. Tja, vielleicht solltest du nicht zu viele Gefangene haben, hm? Vielleicht solltest du dich in Acht nehmen davor, was ich alles tun könnte hier, hm? Pass mal auf. Strip Mining nicht lächerlich ineffizient. Nee, eigentlich sollte es recht effizient sein. Und wir haben erstmal auch einige Diamanten sofort gefunden. Aber irgendwie bin ich gerade so ein bisschen an einem Punkt angelangt, wo es schon ein bisschen ineffizienter ist. Ich weiß auch nicht genau, wieso, weshalb, warum. Aber irgendwie... Ja, wir haben ein bisschen Pech, will ich sagen. Würde ich sagen. Will ich nicht, aber würde ich sagen, ja? Ich hab's jetzt gesagt. So, das habt ihr jetzt davon. Fackeln. Ach, ich habe Schutz 4, ich habe genug Karotten. Bisschen Möhrchen reindrücken, ja? Wir sind hier wie Bugs Bunny. Upsi. Oh, meine Hand war voll verrutscht auf der Tastatur. Hoppla. Hat er nicht gesagt. Oh, ein bisschen die Möhrchen reindrücken und alles gut. Eben wird Fully so sehr mit dem Schutz 4 auf die Schnauze fallen. Nee, ich denke nicht. Passt schon. Boah. Noch eine Möhre reinziehen? Was ist los, Uri, ha? Huh? Ja, oh mein Gott. Jetzt mal ganz im Ernst. Wäre das nicht voll cool? Super viel Kohle? Okay, okay. Ich mag die Idee. Chat. Stellt euch vor, mal super viel Kohle. Also ein Stack oder so. Ja, man hat einen ganzen Stack Kohle. Und den kannst du in einen Diamanten pressen, wenn du willst. Wäre das cool? Oder wäre das zu stark? Was würdet ihr sagen, Chat? Disgust. Nein, der hat nicht verbrennt. No! Der hat wieder mein ganzes Geld verbrannt. Wie Bugs Bunny? Also, Albuquerque, falsch abgebogen. Ist das ein Joke aus Bugs Bunny? Ich weiß nicht, Mann. Zu krass, zu stark. Was sagen wir damit? Sagen wir 3 Stacks, ja? Du hast dreimal, also so eine ganze Reihe von oben nach unten, dreimal 64 Kohle für einen Diamanten. Ist das dann zu stark oder ist das okay? Das klingt dann eigentlich schon fucking ineffizient, das wollte ich sagen. Worte, was gerade los? Chat, ich glaube, ich habe meine Worte vergessen. 9 Stacks, ein Dia wäre okay. 9 ganze Stacks. Boah, 7. Ist das nicht schon zu viel? 9 Stacks in 1. Sag ich nur, wenn jemand mit Kohlenblöcke chillt, die 5 Doppelkisten füllen. Ich finde es gut, dass DS eine nicht erneuerbare Ressource sind. Dass man die nicht easy automatisieren kann. Ja, ich meine, ich sehe, dass es cool ist. Okay, ich weiß nicht, ob es ein Hot-Take ist. Ich versuche mich ordentlich zu auszudrücken, ja, zu artikulieren. Danke dir, Shining, für 9,30 Euro. Dankeschön. Da ist was. Gönnen wir uns.
noch nicht. Erstmal Song durchlaufen lassen, aber ja, ist voll. Dankeschön, dankeschön. Und zwar, passt auf. Ich finde diese ganzen Farms, die so Dinge automatisieren, eigentlich schon ziemlich cool. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es nimmt auch ein bisschen was von der Eigeninitiative im Spiel weg. Aber irgendwie sind sie auch cool. Versteht ihr mein Dilemma? Versteht ihr, was ich meine damit? Es nimmt so ein bisschen was, finde ich, raus, aber irgendwie ist es halt schon cool. Es gibt Wither-Skelette, für die man Köpfe nebenbei bekommt, aber an sich Steinschwerter, Knochen, als auch Kohle. Das heißt übersetzt AFK-Diamantenfarm. Du hast heute das dritte Mal Schluck auf. Okay, hast du was Scharfes gegessen? Get the banana fully. Okay. Das war tatsächlich heute eine Quest bei mir. ich musste eine Banane der Götter finden. Und ich habe eine Banane der Götter gefunden. Die ist eigentlich immer ganz cool. Die Riesenfarmen machen mir immer Angst. Ist das so? Oh, warte mal. Diamanten-Chat. Diamanten. Let's go. Der Füller hat mal wieder ein paar Diamonds bekommen. 44. Was machen wir heute mit den ganzen Items? Ich will Diamanten farmen. Ich brauche die Diamanten, damit ich in einer künftigen Auktion, ja, ordentlich mitbieten kann mit den Jungs, ja. Das ist nämlich eine Sache, das ist mir aufgefallen. Die haben halt echt, echt hohe... Oh, Shining, danke dir für nochmal 4,20 Euro. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön. Die haben nämlich echt hohe Sachen, echt hohe Gebote immer mit den Diamanten. Und ich brauche ein paar Diamanten, damit ich mir tatsächlich auch mal was gönnen kann, damit ich bieten kann. Irgendwann müssen solche Sammelspiele ja Automatisierung bieten, ansonsten wäre es ja belanglos und man müsste irgendwie einfach Sachen immer und immer wieder abfarmen. Ich sehe den Struggle, deswegen bin ich da selbst so in einem kleinen Dilemma. Auf der einen Seite habe ich das Gefühl, es könnte zu viel trivialisieren. Auf der anderen Seite sehe ich genau diesen Aspekt von dir. Ja, ja. Errate ja gleich bei das Opening. Okay. Bisschen Opening raten. Habe ich in letzter Zeit gerne gemacht, irgendwie vorm Einschlafen so ein Video anmachen, Opening raten, sitzt dann immer bei so schweren Sachen da und denkt mir so, wer zu Wicked Hits und Kunst von 1996? Und dann schlafe ich ein und denke mir so, so eine Scheiße. Schaffst du sicher? Ja, dann kriege ich das hin. Ich finde, es gibt gute Farms und schlechte Farms. Ich finde es sehr beeindruckend, wie Leute es schaffen, Villager zu abusen, um irgendwelche krassen Farms zu machen. Aber ne, ja. Die einzigen Farmen, die ich okay finde, sind Eisenfarm und Hexenfarm für Glowstone und Redstone, Enderman-Farm für XP und Guardian-Farm für Prismarien. Ja, Ressourcen, die man aber immer wieder braucht zu automatisieren, ist gut. Man soll dennoch Dinge, die man nicht auf allzu häufig braucht, rare Sachen machen. Ja, deswegen, es ist irgendwie, man muss so eine Balance finden. Auf jeden Fall, genau, genau, genau. Genau, genau, genau. Übrigens... Der Remix funktioniert ziemlich gut, wollte ich mal ganz kurz anmerken. Die Villager haben es verdient. Haben sie? Was haben sie angestellt? Was haben sie angestellt, hä? Ah ja, ich kann übrigens keine XP mehr farmen. Weil wir ein neues End haben. Deschke war so, oh, ich bin Deschke, ich habe ein neues End aufgebaut. Ich, als Deschke, habe eine Mod gemacht für ein anderes End. Wieder da, willkommen zurück, Dekuna. Wie geht's dir stets, altes Haus? Alles gut bei dir? Ich hoffe doch, wir sind fast 2 Stunden sogar schon Live-Chat. What the fuck? Oh, Zeit verfliegt wie im Flug, hä? So ist die Schleimfarms oder Eisenfarms, finde ich okay. Ich finde sie ja nicht irgendwie alle doof. Ich bin nur so ein bisschen in dem Dilemma, ne? Weil mir sind einige Spiele aufgefallen, wo man Dinge automatisiert, dass sie irgendwie nicht so gut eine Balance halten mit dem Automatisieren. Und irgendwann du automatisierst und dann sitze ich da und denke mir so, ja, ich habe alles automatisiert, ne? Also was? Zeigt neues End. Ich glaube, darf da noch nicht rein, wenn ich das richtig verstanden habe. Außerdem haben wir keinen Waystone mehr dorthin. Weil wir sollen das irgendwie alle gemeinsam erkunden oder so. Die werden da eh wieder sagen, oh, Fully, hast du nicht mitbekommen? Wir haben irgendwie gesagt, oh, kurz vor knapp, wir machen das jetzt mal früher. Tja, selber schuld. Und dann sitze ich da und denke mir so, hm, ja, okay, okay. Warte mal. Doch, den Track kenne ich. Ist das das Credits-Ding von Final Fantasy 16? Oder so? Ist das nicht so eine Sache? Nein, Marv? Was? Was erzählst du da? Free Song Request schon an? Nein.
Ist es? Ja, okay. Siehst du die lilane Leiste? Deswegen. Immer wenn diese Leiste da ist, läuft ja ein Donation Song Request erstmal durch. Wollte ich mit der Opening nur reinlegen? Frech. Frech. Glück gehabt, dass ich gar nicht mehr gerade an Opening gedacht habe. Aber der Credit Song ist schön. Yeah. Was denn? Ja, das ist ein viel zu hartes Wort auf der einen Seite und auf der anderen Seite, das ist auch nicht wahr. Wie soll das denn? Nee, 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 nee. Ah, wo mehr Diamonds, Chat? Wo mehr da? Oh. Alles easy. Tja, Fully, was wäre es jetzt passiert, hä? Na, alles easy. Alles easy, Chat. Alles easy on the Pepsi. Seht ihr? Ist ja nichts passiert. Alles gut. Alles fein. Alles in Ordnung. Nichts passiert, Mann. Warum ist der so? Wie, warum ist der so? Es ist doch nichts passiert. Alles okay. Fully gibt aus. Jeder ärgert jeden auf dem Server. Deshka Moggy Hühner vor die Tore geworfen. Ja, genau, genau, genau. Genau, 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 genau. Ich hatte nur wirklich keine Lust, die ganze Zeit mit denen jetzt Tag zu spielen. Das ist alles vorhin gewesen. Oh, Lucky Schmucky. Ach, Quatsch. Quatsch. Glück? Nee. Das ist einfach nur Vorsehungshaki. Das war Observationshaki. Keine Eier, einfach Hühner. Ach so. Übrigens, noch nicht weiter sagen, ja? Ich habe vielleicht auch heute ein paar neue Eier aufgestockt, ja? Mogi hat das Spiel verlassen. Was halten wir davon? Nein. Nein, 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 nein. Was halten wir von ein bisschen Hühnerschabernack-Chat? Was halten wir davon, hä? Er hat ein paar 16er Stacks parat. Bin ein bisschen vorbereitet. Nee, Mogi. Mogi ist ganz schön lang wach gewesen, was? Der war noch live, der war noch nicht am Schlafen. Der Mann geht normalerweise eigentlich um 11 Uhr schlafen. Ist es was, 12? Hat er auf den Tacho geschaut? Denkt so, uiuiuiui, ich muss ja gleich, ich muss ja eigentlich jetzt mal ins Bett, ich muss ja mal schlafen gehen. Schinkens? Mhm. Guter Halloween-Prank? Nee, 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 als Halloween-Prank ist eigentlich echt scheiße. Also Eier auf Häuser werfen finde ich richtig dumm. Ich meine, ich sehe so ein paar kleine Halloween-Streiche, aber so Dinge, die halt wirklich jemanden am nächsten Tag einfach nur unnötig Arbeit machen, finde ich immer ein bisschen doof. Nee, 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 nee. Späte Nacht, Mogi? Ja, später Nacht, Mogi. Vielleicht hat er wirklich die ganze Zeit... Oh, noch mehr Diamonds! Vielleicht hat er wirklich die ganze Zeit gewartet, dass ich mit dem Tag zurückkomme. Und dachte sich so, tja, da kommt er wohl nicht zurück, tja. Tja, tja, kam er wohl nicht zurück, ne? Die guten Silvesterstreiche, wo Leute gezielt in offene Fenster ziehen. Ja, das ist nochmal was ganz anderes. Aber das ist auch viel zu übertrieben. Nee, 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 nee. Tja, ja, tja. So, Chat. Wir haben noch ein bisschen Free Song Request. Rein da. Da war jemand zu früh, ha? Huh? Was ist das? Hey, auf jeden Fall, einige von euch waren viel zu früh dran. Ich weiß auch nicht, was das gerade ist, Chat. Aktueller Song, Dai Gyakuden Saiban 2. Ha? Auf Deutsch? Das ist ein Cover, ne? Okay. Was? Das ist wahrscheinlich ein Cover. Das ist ein Cover. Kaito, danke für 2 Monate, treu, was geht. Wer streamt denn zu so einer ungarischen Zeit? Willkommen, willkommen. Das ist Ace Attorney. The Great Ace Attorney. Ja, aber das ist ja nicht offiziell. Darum ging es mir gerade. Aber was für Schwarzbier? Was? Was für Schwarzbier redet der Mann da? Gute Arbeit. Danke, Creeper. Danke, Creeper. Schutz 4, Chat. Schutz 4. Was ist Knackerg? Ist das ein Wort für Brot? Wo benutzt man sowas? Warte mal, das ist im Spiel genau so? Das ist viel zu gutes Deutsch. Das habe ich... Haben die sich... Es ist super awkward. Haben die eine echte deutsche Person gefragt?
dass sie das einsingen? Was? Ich bin gerade überrascht. Das ist eine alte Aufnahme von irgendwann. Meinst du? Oh. Das ist ein offizieller Track. Ha. Für ein Spiel, was nicht auf Deutsch ist? Ja, genau deswegen, ja. Ist das in der japanischen Version auch so? Weil wenn ja, haben die echt jemand Deutsches gefragt? So, ja, mach mal. Brotzeit. Ein bisschen Brotzeit. Und jetzt ist ein bisschen, verbrennen wir das Brot, Chat, ja? In Omori wurden auch deutsche Sprache von irgendwo gesampelt für einen Track. Ja, das Ding ist halt nur, wie viele Deutschsprachige würdest du in Japan finden und wie viele könntest du als Amerikanerin finden, die ein Spiel programmiert? Und wahrscheinlich sehr stark mit Twitter interagiert oder so, ne? Es ist zwar gesampelt, aber du könntest da viel einfacher jemanden ranfinden, ja? Es ist aus der japanischen Version, ja. Das finde ich krass. Würde ich nie mit rechnen. Gesampelt und gesungen ist ein Unterschied, though. Genau. Also vielleicht ist es ja auch in dem Fall... Oh, Diamanten, vielleicht ist es ja auch gesampelt. Aber wir gehen jetzt erstmal, bevor wir nicht davon wissen, einfach aus, dass es so gesungen wurde, okay? Also, ich meine, gerade wissen wir nicht, ne? Mehr Diamonds. Noch mehr Diamonds? Nee, nicht noch mehr Diamonds, okay. Also, es ist ein ganzer Sample. Ah, okay. Okay. Das ist Capcom, die haben Zugang zum internationalen Talent. Ich finde es so trotzdem überraschend. So ungewöhnlich, ne? Deutschsprachiger Japaner, einfach Natsu, sein VA beauftragen. Stimmt, der kann auch Deutsch, ja, ja. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Okay, okay. Ich meine einfach nur, es ist so, wir alle wissen, was ich meinte. Es ist ja ungewöhnlich, ja. Oh, warte mal. Ich hab voll, ne? Ich hab die, ich wollte gerade sagen, habe ich die aber ordentlich eingesammelt hier? Jetzt habe ich. Chat, wir haben 70 Diamanten. Glaubt ihr, wir finden noch ein paar heute? Ich sollte zum Abschluss heute für den Stream auf jeden Fall den Streich in die Tat umsetzen, oder? Was sagen wir dazu? Werft ein einzelnes Ei weg. Okay. Okay. Moment. Es hätte ein Hühnchen werden können. Wurde es aber nicht. Wenn du Deutsch Mahuso sprechen würdest, würden alle dich verstehen. Ich spreche doch Deutsch, was soll das denn? Hallo, ich habe sogar meinen Anglizismen extrem eigentlich reduziert. Also jetzt mal ohne Scheiß. Ja, also jetzt mal ohne Witz. Ich habe meinen Anglizismusgebrauch gewaltig reduziert. Ich spreche in sehr viel weniger Anglizismen als noch vor einem guten Jahr zuvor oder sowas, ja. Ohne Flachs. Also, ich bemühe mich sogar fast schon zu sehr, deutsche Wörter zu benutzen. Deutsch in japanischen Medien ist ja nichts Neues. Die mögen Deutsch an sich ja. Aber meistens hörst du, dass es kein Deutscher gesagt hat. Darum ging es mir. Totalmente du so habla alemán? Ja. Hablas alemán heißt das, ja. Hablas. Lerne mal erstmal Spanisch, du Huso. Der Fudi spricht zu viel Deutsch. Ja, der übersetzt teilweise sogar meine Nachrichten. Ja, richtig so. Richtig so, ja. Oh. Full English Stream, wann? Willst du? Soll ich vollen englischen Stream machen? Machen wir bei Full Subgo, okay. Wie steht eigentlich der Sub, Standchat? Wenn das jemand mal kurz raushauen, ja? Wie nah sind wir ans Kornen dran? Ich glaube nicht, dass da so viel dazu gekommen ist, aber vielleicht ein bisschen, ja. 337, okay. 2. Engi? Was für Engi? Hallo? Komm schon. 1000 von 1200. Okay. Aber was bei 1200? Wenn auch in Inazuma 11 Go dann Deutsch haben für manche Skills. Ist das so? Ich habe mir heute in Inazuma 11 Iceberg Video angeschaut. Und ich fand sehr viele interessante Infos darin. Mitunter ist mir aufgefallen, holy fucking shit, Inazuma 11, obwohl es gar nicht mal so profitabel war, ist so populär eigentlich, dass die ganze Popularity Polls für Level 5 Charakter, ja. Dann ging es um die beliebtesten und ikonischsten Level 5 Charakter. So sehr, dass, also Inazuma 11 ist so populär, dass alle 10, Top 10, ja, in so eine Poll für ganz Level 5 Stuff, also auch Yo-Kai Watch und Layton und so, alles vollgepackt hat. Sogar ein fucking Flugzeug war da drin.
Aus dem Joke natürlich, aber trotzdem. bei 1200 Bathtube. Okay, 1200 Subscriber, da gibt's einen Bathtub-Stream. Alles klar, alles klar. Also bei 1200, ne? Irgendwas muss ich dann ja mal zurückgeben. Ha? Ja. Also generell bei einigen Popularity-Polls und sowas war auch immer ganz weit oben in der Summe 11. Die haben alle anderen Sachen komplett übertrumpft. Und was auch Anspielungen und so in anderen Medien angeht, in Anime und sowas teilweise von Inazuma Eleven, ist ganz groß. Generell, scheinbar in Japan ist es super, super, super populär. Aber dann ironischerweise gar nicht so profitabel allgemein als Serie, was sehr interessant ist. Aber ja, bin ich ganz interessant. Bin ich ganz interessant. Hab viel gelernt. Manche Iceberg-Videos können dann doch ganz gut sein, ne? Manchmal sind Iceberg-Videos auch einfach so lame. Dann sitzt man da und denkt sich so, Bro, irgendwie, du hast mir nichts Neues beigebracht. Ich dachte, ich könnte hier irgendwas lernen, ja? Und dann sind es die langweiligsten Sachen ever. Und man denkt sich so, hast du den Iceberg selber gemacht? Hast du dich einfach nur umgeschaut und irgendein Bild genommen? Hast du überhaupt recherchiert? Weil manchmal sagen die, ja, das ist das und das. Und denkst dir so, okay. Wollen wir weiter auf das Thema? Nein? Cool. Lass es einfach los, Chat. Ladet los. Ladet raus. Auf Holländisch. Ich meine Niederländisch. Gibt es richtig Holländisch als Sprache? Oh mein Gott, ist das ein Creeper? Als ob du jetzt explodiert bist. Aber ist okay. Halb so wild, Mann. So. Oh, man. Was denn? Sollte aber bei den meisten Level 5 Titeln so sein, wenn ich mich richtig dran erinnere. Die meisten Spiele sind unfassbar unprofitabel, haben dafür aber viel Merch in Japan. Ha. Okay, also auch Layton? Ich dachte eigentlich, Layton wäre eigentlich so ein richtige, eigentlich deren Hitserie schlechthin gewesen, genauso wie Yo-Kai Watch am Anfang, zumindest. Holländisch einfach ein Dialekt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ladet los! Füller, könnte man dir nicht Geld spenden, damit du dir eine Serie ansiehst? Ja, kann man. Du kannst sie sogar mit mir gucken, wenn du willst. Also es gibt einmal Ausrufezeichen Manga steht dabei, Kaito. Oder Ausrufezeichen Anime Hangout. Je nachdem, was du möchtest, ja. Also du kannst auch mit mir Zeug gucken. Zum Beispiel letztens haben wir Hunter Hunter geschaut, ne? Den ersten Film. Yo-Kai Watch ist ja mittlerweile komplett abgestürzt in Japan. Echt? Oh no, wie sad. Hey Ikarus und hey Eddie, na, wie geht's dir stets? Mein Lieblingslied? Absolutes Lieblingslied. Ich küsse dem Lied seine Ohrläppchen einfach, so sehr mag ich das. Oh. Mein Layton Collab mit Final Fantasy 14. Oh ja, bitte. Oh. Ja, okay. Also einfach machst du Ausrufezeichen und dann steht alles bei. Dann ist alles erklärt, Kaito, ja? Was du auch immer wissen möchtest. Dann hast du's. Aber auch so seit kurzem. Alles rund um Yo-Kai Watch 4 war unfassbar beliebt. Echt? Ha. Interessant, interessant. Lang streamen wir eigentlich schon. Oh mein Gott, fast 2 Stunden schon. Jesus. Das war meine Eisenspitzhacke. Mir gehen meine Spitzhacken auch bald aus. Also nicht ganz, aber langsam, aber stetig. Hallo, wenn ihr Dias gefahren, wir werden sowas von Dias gefahren. Was geht ab, Johannes? Na, wunderschönen guten Abend. Ich weiß nicht, ob es relevant noch ist, aber der Grace Attorney Song war original eingesungen. Angeblich von einem Freelancer-Artist aus Osaka, der Japanisch, Englisch und Deutsch spricht. Oh, okay. Okay, cool. Uli, lass es los! Wie gesagt, es war auch richtig gut ausgesprochen und artikuliert. Das ist das, was mich so überrascht hat. Es klang so gut, ja? Also, vielleicht nicht unbedingt auf der musikalischen Ebene, aber die Aussprache, das ist so ungewöhnlich eigentlich. Vor allem von jemandem, der nicht wirklich, wie soll man sagen, jemand, der nicht unbedingt aus Deutschland kommt. Und wenn du da irgendwie aus außerhalb der Sachen Deutsch hörst, sie schaffen es unfassbar gut. Eigentlich ist es komplett falsch auszusprechen immer, oder? Ich habe immer das Gefühl, aus anderen sprachlichen Medien, sie kriegen es immer so gut hin, Deutsch so komplett zu verhunzen in der Aussprache. Deswegen, ich war sehr überrascht. Ja, ich lass es doch los. Ja, ich meine, Sabern und Deutsch ist eine Sache, ne? Ich meine, es ist ja auch voll in Ordnung, ja? Ich erwarte nicht unbedingt, dass jemand in einer anderen Sprache das perfekt hinkriegt. Übrigens, paar Boomies. Aber ich bin trotzdem immer wieder ein bisschen überrascht, wenn es mal so richtig komplett gut klingt und
perfekt ausgesprochen. Das denkt man sich so, oh, oh, wow. Entweder hat die Person gelernt oder die Person hat gelernt. Oh. Oh, no, Shining. Shining, no, keine Panikattacke. Suri auch nicht. Boomies? Nicht solche Boomies, okay? Schau respektvoll. Hallo? Oh. Okay, Leute, muss wieder schlafen gehen. Gute Nacht, Kaito. Schlaf gut. Bis denne. Wenn ich Boo best. Ah. Oh. Okay. Ich habe einen Vorschlag, Chat, ja? Ich habe ein Proposal. Wir gehen raus aus der Mine, sobald meine letzte Eisenspitzhacke aufgebraucht ist, ja? Wir haben leider nicht so viele Diamanten gefunden. Ich würde eigentlich echt den ganzen anderen Stack noch voll haben. Optimalerweise. Aber irgendwie habe ich dann lange Zeit hier echt krasse Durchstrecken jetzt auch mit Diamanten gehabt, ne? Schauen wir mal, dass wir noch ein paar finden. Und dann, wir können entweder noch mal in die Mine rein mit einem neuen Trip, mit ein paar neuen Spitzhacken. Oder wir treiben unseren Schabernack. Weil ihr wollt. Was ist eure Einstellung? Was wollt ihr denn? Worauf habt ihr denn Lust? Los, ihr habt jetzt 2 Sekunden mir zu antworten, ansonsten werde ich angry wegen dem Delay und weil er nicht sofort getippt hat in 2 Sekunden, ne? Schabernack, Schabernack. Bisschen Schabernack, Schnabernack. Schabernack? Ah! Ich habe Lust, den Kapitalismus zu stürzen. Okay, aber jetzt nicht. Also nicht heute Abend, okay? Also mach ruhig. Tu, was du nicht lassen kannst, aber ich bin erstmal raus. Lämpchen bauen? Nee, das machen wir heute Abend nicht mehr. Oh, Diamanten, let's go. Ich meine, ich will da schon generell mal weiter bauen, aber ich hatte irgendwie, ich hatte heute Abend irgendwie keine Lust, unbedingt groß zu bauen, ja. Ich dachte mir so, irgendwie was anderes will ich schon machen. Und ich dachte mir, hey, das ist ganz cool. Wir müssen ja auch nicht jeden Tag jetzt Rip meinen, ne? Jetzt will die Gewerkschaft umkrempeln. Gesellschaft umkrempeln. Das schaffe ich die Woche nicht mehr. Oh, Skillishu, Johannes, Skillishu. Schaffst du es nicht in einer Woche die gesamte Gesellschaft umzukrempeln? Mann, 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 schwach. Joy Boy. Oh, shit. Haben wir hier noch ein paar Diamanten? Übrigens, ah ja doch, das war früher mal der Fall, ne? Das ist mittlerweile schon lange nicht mehr so. Aber ging das euch auch so? Vielleicht ist es auch schon viel zu lange her, so dass es niemand mehr fühlt. Aber früher, als alles noch so relativ neu war in Minecraft, ja. Oh. Und der Song. Habe ich mich immer sehr debated gefühlt von Lapis Lazuli. Ich habe das immer so gesehen, das Blau, und dachte mir so, oh, das ist gar keine Diamanten. Ich schaffe es, Skill zu entwickeln. Hallo, was soll das? Ich schreibe nie Skill-Issue. Machst du das nie? Oh Gott, dann habe ich genau die falsche Person erwischt. Das tut mir so leid, Johannes. Ich bin das gewohnt, dass so viele Leute das mir immer sagen. Es tut mir leid, Mann. Es tut mir leid. Ich meine, ein bisschen. Ich meine, jetzt, wenn ich das so sehe, ich fühle mich nicht mehr so debated, aber ja. A Track in Xenoblade Chronicles 3 spielt, kam mir schon 1, 2 oder 3 Tränen oder 5 oder 20. Seht ihr, Suri lässt das schon wieder nicht aus. Ich hab beim Schrottwichteln wieder deinen Skill bekommen, ergo doch. Hallo, was soll das? Halt dich zurück. Halt dich jetzt zurück. Alles gut, nice. Mann, meine Eisenspitzhacke ist fast kaputt. Ah. Seht ihr das? Lange geht nicht mehr. Ich habe auch keine Stöckchen, ne? Nee, ich muss Trigger Spawn machen demnächst. Ist da ein am Strip, mein? Ich habe wie nicht gespielt, nein. Was? Ich verstehe den Witz nicht, Zwiebel. Dieses Gameplay ist so geil. Geil, geil, geil. Ist das nicht geil? Boah, Minecraft. Ah, es sind 6 Wies. Es ist nicht so schwer. Waren es nicht 5? Sind es 6? Ah, es sind 6. Ich dachte immer, es wären 5. Ah. Geilo! Ich verstehe das mit Krill-Issue nicht. Also ich verstehe wirklich den Witz gerade nicht. Was soll das heißen? Und dann haben wir den Johnny und spielt sein Wichtelspiel nicht. Ich meine, wir haben bisher noch keine Ersatzbank aufgenommen. Also, ja, tat ja bisher noch nicht Not. So, das hier ist ja auch eine coole Spitzhacke. Ich meine, wir könnten hier noch ein bisschen buddeln.
Aber die ist eigentlich halt schon ein bisschen special, ne? Aber eigentlich hier mit dir ein bisschen zu buddeln wäre schon ganz cool noch, ne? Immer, ich kann sie ja noch kurz vor knapp verwenden und da kann man sie reparieren. Immer, kann man ein bisschen machen, ne? Morgen, wie? Ich könnte es mir überlegen. Ich kann mir Gedanken machen, ob wir das vielleicht streamen wollen oder nicht, ja? Lass es mir durch den Kopf gehen ein wenig. Was geht ab, Paranormal? Schönen guten Abend, alles gut bei dir? Ich hoffe doch. Wie geht's dir stets, Mann? Ich könnte schwören, wir haben so viele Gebiete gesehen, die dem hier fast identisch aussahen, oder? Das glich dem Ort eigentlich immer wieder. Jo, Chat, let's go, Party Time. Fühlt ihr's? Wenn ihr nicht Vibe macht, dann ist Suri ganz, ganz, ganz traurig. Also haut jetzt bitte alle die Vibes raus oder die Boomies. Oder die Raves, die Cat Raves. Aber wie? Genau, das ist die Frage, die ich gerade gestellt habe. Wie? Yeah. Wir brauchen das Tadeus-Gif als Emote. Vielleicht, ja, könnte man machen. Jonathan hat sich ein gutes Spiel ausgesucht, glaub mir. Hier glaube ich dir. Ich wollte schon lange mal wie spielen. Oh. Diese Breakdance-Katze ist so super. So. Wie kommst du jetzt darauf, Suri? Du musst loslassen, mein Gott. Mir geht's gut, danke. Wie geht's dir? Mir geht's auch super. Wie geht's dir aber? Los, hau mal raus. Geht sie gut? Ich hoffe, dir geht's gut. Aber Thaddeus hat nie zu dem Song getanzt, hat er nicht? Das ist wahr. Das waren die Quallen. Das war nicht Thaddeus. Der Thaddeus. Oh, shit. Diamanten. Deine Thaddeus-Song war ein anderer. Du hast vollkommen recht, Mann. Vielleicht sollen wir Tesi aufsuchen. Ist sie noch da? Nee. Doch, Tesi ist da. Nevermind. Tesi ist da. Vielleicht sollten wir sie aufsuchen. Und sie nach dem SpongeBob-Quiz fragen. Was sagt ihr dazu, Chat? 28. Na, ich habe immer noch nur knapp 2 Stacks. Erinnert ihr euch noch an die gute alte Zeit, als Fully Project X Zone gespielt hat? Das war ein Stream, okay? Was hast du das auch nicht weitergemacht? Naja, manchmal ist das einfach so, ja? Es tut mir auch leid, aber... ich kann nicht alles immer machen, okay? Ganz gut. Ganz verärgert. Wie sie überhaupt mit dir interagieren, mit diesem Tagging-Stuff? Ist mir egal. Kriegt sie einfach ab. Pech gehabt. Was heißt ihr Arsch? Ich mach das doch nicht böswillig. Oh. Das ist Mobbing. Ist es gar nicht. Der Mann kann nicht loslassen. Der muss es immer wieder aufbringen, ne? Es ist vorbei. Gib auf. Oh. So. Wo sind die ganzen Diamanten, Chat? Ich habe vor 2 Sekunden Diamanten gehabt. Ich will wieder welche haben. Warum lassen die manchmal so lange auf sich warten, ja? Das Einzige, was du böswillig abgebrochen hast, war Final Fantasy 12 immer. Ich breche immer Dinge böswillig ab. Jedes Mal. Ich mache das immer mit voller Arg-List und Absicht. Nein, mache ich natürlich nicht, ja? Aber manche Dinge wollen halt einfach nicht. So ist das einfach. Da kann ich auch nicht so viel machen, ja. Und er hat Sonic an nicht abgebrochen und deswegen hat er keine 400 Subs mehr. Ich hätte auch mit Xenoverse keine 400 Subs, du. Ja. Alter, Jan, gibst du mir einen Diamant? Oh. Ich meine, er könnte, muss aber nicht. Glaubt ihr, hier ist was? Diamanten? Nee. Wieder einfach keine Diamanten hier. Nirgendwo. Hallo, Diamonds. Chat, wo leben die Diamanten eigentlich? Haben die Diamanten eigentlich ein Zuhause? Haben die auch irgendwie einen Ort, an den niemand zurückgehen? Blida? Was? Hä? Hä? Was war das, Chat? Hä? Habt ihr das gerade gesehen? Das war ein Server-Tick, der mich zurückgesetzt hat oder so, ne? Oder? Ja, okay, hier ist meine Mine. Ich wollte gerade schon sagen. Also, das fand ich jetzt ganz schön verwirrend. Rubberbanding? Ein bisschen Gummiband gezogen. Das ist eine gute Idee.
Ich meine, das kannst du machen. Dann gibt's halt regelmäßig von Anfang bis Ende ein Part. Jeden Tag. Vor allem bei Danganronpa bin ich mit der Länge auch richtig am Gönnen eigentlich, oder? Also ihr könnt euch nicht beschweren, dass die Danganronpa-Parts zu kurz geht. Die sind alle so lang. Oh, die sind alle wirklich, wirklich, wirklich lang. Obwohl bei AC Tony gab es auch richtig viele lange Parts, oder? War der Command nochmal für LP? Ausrufezeichen LP-Wunsch. Genau so. Genau so. Und dann steht alles. Aber die Rechnung solltest du ganz simpel verstehen. Die ist ganz easy peasy, lemon squeezy, ne? Und ich vertraue immer auf die Spielzeit von eurer Einschätzung. Oh, also bitte, bitte seid da so fair wie möglich, okay? Sag nicht bei einem 100-Stunden-JRPG, ja, das dauert nur 10 Stunden. Math? Mathematik? Ja, man muss ein bisschen zusammenrechnen. Dies, das, Ananas, ne? Man muss immer ein bisschen machen. Der kann sich immer beschweren, wie keine 8-Stunden-Parts. Nee, bisher hat sich niemand beschwert. Aber ich hoffe, es gefällt Leuten, dass sie so lang sind. Dadurch hat man immer viel Content, ne? Oh, apropos Content. Warum habe ich um die Uhrzeit gerade Hunger? Chat, ich habe Hunger, Schwunger. Oh. Bisschen was essen. Schau mal, dass du ein gutes Fangame beendest. Wie du magst, ja? Mach, was du nicht tun lassen kannst. Sagt man das so? Das sagt man so, ne? Mach, was du nicht tun lassen kannst. Sind 250 Stunden, aber ich habe einen Speedrunner gesehen, der hat das in so viel gemacht. Ja, musst du leider. Also ne? Also, komm schon. Dieser Hunger, apropos Content. Ja, Content in meinem Magen. Der fehlt. Stehst du? Leer. Hey Greenwolf, was geht? Ich glaube, ich gehe da mal. Gute Nacht, schlaf gut. Bis dahin. Tschüss. Bis morgen vielleicht. Falls du Bock hast. Okay, ich gebe bald das Strip Mining übrigens auf. Ja, für heute dann. Wir gehen gleich unseren Schabernack ein bisschen treiben, ja. Also ein Lurker, war ein Lurker, ja. Kann man ja auch machen, man darf ja auch ein bisschen stillheimlich für sich lurken und genießen. Ist alles legal, alles erlaubt, alles in Ordnung, hier im Füllerschen Stream. Gute Nacht, Demir, schlaf gut. Bis dann, ist ja auch schon spät, ne. Ist ja auch schon spät. Deswegen, okay, diese eine Diamantspitzhacke, die hält echt fucking lang. Haltbarkeit 3 ist ein bisschen super insane, oder? No, Deko, es war genau so. No. Morgen wieder Arbeit. No. Oh. Jana, viel Spaß und viel Erfolg auf der Arbeit. Lasst euch nicht unterkriegen, okay? Vielleicht, wie du magst. Das Dach in Dekos Zelle ist kaputt. No, es laggt. Da ist ein Lag im Dach. Diamonds? Nein. By the way, wie weit sind wir eigentlich auf der World Map? Hey Chat, wir sind auf dem gleichen Breitengrad, ja, wie der Füllerpol schon. Also, ich meine, als wir ihn ursprünglich entdeckt hatten, ja. Wir sind ganz schön weit oben, ja. Ach du Kacke. Jesus, ja, denke ich mir auch gerade. Uiu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 i. Wir haben gut gebuddelt. Immerhin kann man noch ein bisschen mehr buddeln, ne? Das Wetterfall, die längste Strapmine der Welt. Die hätten mich eigentlich den ganzen Weg für die Strecke buddeln lassen sollen, ja? Schaut mal, wie schnell ich das kann. Hat ja überhaupt nicht lang gedauert oder so. Ging ja ganz fix. Oh. Das dauert nur 5 Minuten, um zurückzulaufen. Wir teleportieren uns, denke ich einfach. Psst. Verrat das keinen, ja? Muss niemand wissen. Sind schon 6 Monate, die ich vor dem Finale mich vor Xenoblade Chronicles 3 drücke. Ist das so? Ist das so? Ich pack's heute auch. Wünsche euch noch einen schönen Stream. Alles klar, Icarus. Schlaf gut. Gute Nacht. Bis morgen dann. Träum schön. Wie, du träumst nicht schön. Wenn du nicht schön träumst, ja? Das gibt Ärger. Also jetzt besser träum schön. Kein Oh, Diamanten! No pressure oder so. Ich wusste doch jetzt noch ein bisschen was. Yeah. Ich habe auf das gehört, was ihr mir gesagt habt. Ich habe dran gedacht, ja. Ich bin noch nicht wieder ready dafür. Ich merke das schon, ich merke das schon. Ja, okay. Ich habe mittlerweile jetzt, glaube ich, ein insgesamtes Vermögen von 2,3, 4, 2,5 Stacks, sowas.
Nicht ganz, aber so ein bisschen. Ich habe ein bisschen über 2 Stacks an Diamanten als Vermögen. Das ist nicht so viel. Ich wünschte, ich hätte ein bisschen mehr, Mann. Ein bisschen mehr. Vielleicht kriegen wir noch den 2. Stack hier. Komm schon. Ich habe Albträume. Der Albträume krieg vom Fully, der mich bestraft, weil ich nicht schöne Träume habe. Ja, warum hast du nicht schöne Träume? Hallo? Also willst du etwa, dass du nur, willst du etwa schlechte Laune haben? Machst du das mit Absicht, ha? Richtig am Gaslighten. Plan B, Clown. Du brauchst deinen Laden am Spawn. Ja, aber was könnte ich verkaufen? Ich hatte erst mal überlegt, ob ich Nahrungsmittel verkaufen kann, aber Ricky hat ein Bistro geöffnet, ja? Träum schön oder sonst? Erstmal die Knochen knacken lassen, ja? Die Knuckles hier knacken lassen. Was denkst du, wie lange du noch machst? Wir sind schon ein bisschen über 2 Stündchen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wir gucken. Ein bisschen kann ich ja noch machen, ja. Aber allzu lange möchte ich dann auch nicht machen. Vor allem ich habe... Oh, nochmal Diamant, let's go! Vor allem ich habe das Gefühl, viele Leute sind sowieso um die Zeit immer so ein bisschen gut müde, ne? Um die Zeit kann man sowieso ganz gut sagen, ja, ab langsam in die Falle, ne? Reicht dann auch mal. Wo wir gerade von Träumen sprechen... Kennt ihr das? Wenn ihr so für 1 bis 2 Stunden schlaft, dann aufwacht und ihr überhaupt keine Ahnung habt, wo ihr der Traum aufgehört hat und wo die Realität beginnt. Das ist mir ab und zu auch schon passiert, ja. Ja. Vor allem das Ding ist, manchmal träume ich, dass ich in meiner Wohnung bin, aber dann ist der Außenbereich anders. Und dann, wenn ich aufwache, habe ich irgendwie grob im Kopf, als wäre ich wirklich dort gewesen. Das ist dann wild. Keiner... Oh, das kenne ich. Du bist 6 Uhr morgens noch? Einfach ganz schön hart weitermachen, ne? Na, das machen wir bei 400 Subs. Und jetzt macht sich jemand bereit, die 400 Subs voll zu machen? Nein, 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 nein. Also beim besten Willen, ich kann nicht. Ich kann wirklich nicht. Ich habe noch andere Dinge, um die ich mich kümmern muss, okay? Ich muss auch schlafen. Passiert mir ständig. Oh, shit. Kam gerade von Arbeiten und freue mich, dass du noch on bist. Ja, bitteschön, bitteschön. Außerdem, Watchen ist ja auch immer für dich da. Maeve ist raus. Perfekt. Chat? Maeve ist raus. Ihr wisst, was das heißt. Zeit für den Schabernack. Und ja, es ist ein bisschen Rache an Maeve. Es ist ein bisschen Rache an Maeve. Würde ich es finanzieren können, hätte ich das mit den Subs jetzt gemacht. Nee, also ich meine ab und zu mal, wenn jemand mal ein paar Sub-Bombs von 5 oder 10 oder so droppt, das ist halt voll fair. Das ist ja auch schon sehr großzügig. Ja, ich will nicht runterspielen, dass das nicht super großzügig ist. Ja. Aber 100 fast rauszuballern, oder 70 in dem Fall, fast 60, nee. Wie sind das? 63, ne? 63 Subs sind eine ganz schöne Packung an Subs, ja. Das ist halt, damit, ne, also ich erwarte sowas nie, ja. Das ist halt echt viel. Plot Twist, Maeve guckt den Stream. Maeve guckt Stream? Nein, okay, also Zeit für Schabernack. Oh, Diamanten, let's go! Das ist eine schöne Ader. Yeah. Okay, wir haben essentiell 2 Stacks. Fast 3 Stacks an Diamanten jetzt als Vermögen. Oh, noch mehr Diamanten! Let's go! Okay, wir haben eine Streak. Da sind ja noch mehr, Chat. Let's fucking go, gib mir mehr! Mehr Reichtum. Das sind noch ein paar. Okay, schaut euch das an. Das sind eine Menge, ja? Das ist eine gute Menge. Habe ich noch ein bisschen Platz für Eisen? Ich habe ein bisschen Platz für Eisen in der Tasche. So. Okay, ich würde aber sagen... Okay, Chat, was machen wir? Machen wir ein kleines Ding jetzt hier noch. Schauen, ob wir noch einmal Diamanten finden. Und wenn ich jetzt keine Diamanten finde... die nächsten paar Grabungen noch. Machen wir so, dann gehen wir raus. Dann gehen wir den Schabernack machen, ja? Dann gehen wir Spaß machen. Ich habe so viele Schwierigkeiten rauszufinden, was real ist oder was ein Traum war. Oh Gott. Oh no. Also so sehr habe ich das nicht. Aber vor allem im Zustand des Träumens bin ich mir nicht sicher. Ganz oft. Das ist aber dann ja sowieso das Ding am Träumen, ne? Graben bis 20. Weißt du was? Bis 20 nach... Hallo, Servatik. Bis 20 nach machen wir, ja. Graben bis 20 nach. Klingt gut, oder? Umori in real life? Nein. Bitte nicht. Bitte nicht. So.
Dein Lifehack? Einfach deine Finger ziehen. Das ist wirklich ein Lifehack. Aber du musst ja dran denken. Ihr könnt auch versuchen, eure Hand in die andere Hand zu stecken oder auf die Uhr zu schauen. Wenn ihr zweimal, wenn ihr auf die Uhr geschaut habt, eine komplett andere Uhrzeit habt, dann seid ihr am Träumen. Das ist aber dann so ein Ding, das musst du halt bewusst umsetzen können. Und dann checkst du, dass du in einem Traum bist und dann kannst du luzid träumen. Sagt man so. Kann ich das? Keine Ahnung. Ich kann's nicht, denke ich. Ich bin schon mehrmals aufgestanden und zur Arbeit gegangen, um nur so danach aufzuwachen und den ganzen Scheiß normal machen zu dürfen. Hey, willkommen bei meinem Leben. Na, ich mach das auch. Ich hab das auch ganz oft. Ich denke so oft, ich bin am Streamen im Traum oder ich arbeite oder sonstiges. Ich denke über so viel Kram und dann wache ich auf und merke so, oh, ich habe noch gar nicht gearbeitet. Ich hab geschlafen. funktioniert das wirklich? Leute sagen, sie funktionieren. Ich kann den persönlichen Erfahrungsbericht da nicht zugeben, ja. Ich hab's nie selbst erlebt. So. Noch 2 Minuten, Chad. Traum hat die Fähigkeit, logisch zu denken und hinterfragen, stark eingeschränkt. Das stimmt, ja, du bist halt am Träumen, ne? Du bist halt am Träumen. Als ich ein Kind war, habe ich oft geklarträumt, inzwischen nicht mehr so oft. Oh, okay, verlernt so ein bisschen? Daran müsste man erstmal im Traum denken. Wenn ich im Traum bin, dann denke ich meistens gar nicht aktiv daran. Ja, das ist das Problem. Genau das ist das Problem. Du musst halt realisieren, das ist der Trick am luziden Träumen. Du musst checken, dass du gerade träumst, und wenn du gerade realisiert hast, oh voila, ich träume gerade, ich bin gar nicht wach, dann kannst du den Traum breaken. Das ist wie, als wärst du gerade im Debug-Mode oder im God-Mode in einem Videospiel, versteht ihr? Also für euch Nerds, damit ihr versteht, wie das gemeint ist, so ungefähr. Und dann könnt ihr machen, was ihr wollt, theoretisch, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe schon deutlich komische Sachen im Traum gesehen, als eine Uhr, die eine komische Zeit anzeigt. Nee, das sind nur Checks, Jabein. Das sind einfach nur Dinge, woran du überprüfen kannst, ob du gerade in einem Traum bist, wenn du halt bewusst versuchst, daran zu denken, zu überprüfen, ob du in einem Traum bist. Das sind ganz leichte Dinge, die du testen kannst. Oh. So. Du hast ja auf die Hand gemalt. Ah, okay. Aber dann vergisst du es. Oh. Einfach im Traum hacken. Es ist quasi, als würde man sein Unterbewusstsein hacken. So ein gutes Cover. Ich mag das. Ja, ja, ja. Gib mir Diamonds. Diamond is unbreakable. Komm schon. Komm schon. Nur noch eine Handvoll. Okay, es ist vorbei, Chat. Es ist vorbei. Wir hatten einen guten Run, ja. Wir hatten einen sehr guten Run. Es ist Zeit, dass wir noch was anderes machen. Erst einmal bringen wir unseren Kram nach Hause. Und dann wird es ein bisschen lustig, Chat. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Hast du eventuell Erinnerungen, bei denen du dir unsicher bist, ob sie Träume waren? Nee, ich glaube das nicht so sehr. Wenn ich sehen will, ob etwas real ist, verprüfe ich einfach die erstbeste Person. Mein Chef fragt sich immer noch, wieso. Na, immerhin, hast du nicht gesagt, oh ja, Fully, komm mal her. Ich bin mir gerade unsicher. Dann hätte ich aber Aquamaringold frisch vor allem, Fisch gerufen. Oh, guck mal, ich habe einen Netherziegel. Hat er das gesehen? Oh, ich habe generell so viel Stuff. Boah. So, wie wäre es, wenn ich, vielleicht hier einen Diamantenbereich mache, ja? 3 Stacks, Chat. Let's fucking go. Der Füller ist ein bisschen mit Geld ausgestattet gerade, ja. Geht aber noch ein bisschen mehr, denke ich, über die Zeit, ne? Ich kann hier... vielleicht sollte ich Lapis mal auch so umplatzieren. Wie wäre es, wenn ich Lapis zu den Diamanten packe? Klingt nach einem Plan, oder? Aquamarine Goldfisch ist aber nur mein Safe-Hound. Achso, für mich zählt das nicht, oder was? So, so. So viel zu dieser Gleichberechtigung, aha. Merke ich mir. Hallo, Ado, schrei mich nicht so an. Oh, keine Kohle. Warte mal. Habe ich keine Kohle gefunden? Ich habe doch safe Kohle gefunden. Ich habe super viel Kohle gefunden, ja. Oh. Okay, rein da. Ne. Dann tausche ich mal hier und lass da noch ein bisschen schmelzen. Und dann, hallo? Na, Servatik. Geh das Keyword bis hierhin und nicht weiter, sonst wird es brennen.
Mein Bruder hat sich auch eine Zeit lang versucht, aktiv luzid zu träumen und das Ganze auch in eine halbe Wissenschaft verwandelt mit, oh, ich muss genau so und so lang schlafen, damit ich Tiefschlafphase komme und dann bla bla bla. Ja, genau, das ist halt das Ding, wo ich dann immer aufgebe, dann habe ich irgendwie keinen Bock mehr. Ich habe mir immer so, nee, Mann, Schnee, das klingt so anstrengend, gar keine Lust. Chat? Chat? Hört ihr das? Ihr hört es, oder? Ihr hört es doch genauso wie ich. So, packen wir mal alles hier rein. Yeah! Das sind die Monkey Drums. Let's fucking go, Chat. Ich bin stolz auf euch. So stolz. So. Okay. Ich habe da noch ein bisschen Flint. Das kann ich auch noch reinpacken. Okili dokili. So, jetzt machen wir ein bisschen Schabernack. Seid ihr bereit? Bam, bam, bam. Badam. One Last Kiss. Oh, das ist auch ein guter Song. Der ist von Mutada, ne? Auch wenn er irgendwie zu einem Evangelion-Film gehört. Ich weiß gar nicht mal zu welchem. Bestimmt, Thrice Upon a Time oder so. Ich meine, 3.33 plus 1.11 Thrice Upon a Time. Das. 1 und 2. Oh. Chat. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Ich schenke ein paar Hühnern ihre Freiheit. Hör bitte auf, ist ein schlechtes Safe-Word. Ja, das stimmt. Deswegen benutzt man Safe-Wörter. Du hast die Logik erkannt. Ich glaube, am einfachsten ist es, sich einfach anzugewöhnen, diese Tricks und Checken regelmäßig einzuführen. Ja, ja, eigentlich schon, eigentlich schon. Oh Leute, es wird so lustig, passt auf. Okay. Maeve's Palace. Maeve's Place. Hallo? Du gehst besser wieder? Okay, dann. Hat jemand was von Hühnchen gesagt, hä? Hat jemand was von Hühnchen gesagt? Oh. Lass sie alle raus! Freiheit! Freiheit für die Hühner! Sie haben's verdient! Sie haben's verdient! So. Kreativ. Er hat zugeschaut. Du kannst mir gar nichts, Mann. Gar nichts. Ich lass all meine Eier hier los. Alle kommen hier raus. Mit der Musik vor allem, ja? Nein, 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 nein. Nix, ihr armer Maeve. Du weißt nicht, wie viele Hühner der überall bei mir losgelassen hat, ja? Der hat so viele Eier bei mir rausgeworfen schon. Der hat so viele gemacht. Nein, 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 nein. Das ist endlich mal meine Rache. Das ist Payback. Das hat er verdient. Ballsy Move. Mm-mm-mm-mm-mm. So. Er hat hier einen ganzen Hühnerstall. Da kann er sich mit rumschlagen. Eigentlich müsste man so ein kleines Löchlein machen, damit die abhauen können, oder? Bist du dir... Ich bin mir ganz sicher, dass er es war. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es, ja. Definitiv. Ja, keine Sorge, Chat. Es ist definitiv hundertprozentig eindeutig gewesen. Maeve hat bei mir einige Eier platzen lassen, ja. Und irgendwann hätte er einfach damit rechnen müssen. Es muss zurückkommen. Irgendwann kommt zurück. Es wird so backfallen. Ich bin gespannt, was bei dir im nächsten Minecraft-Stream dann los ist. Na, 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 na. Na, 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 das wird nicht backfiren. Alles easy, alles easy. Das wird überhaupt nicht backfiren. Yeah. Genau so, Space. Hört sie euch an. Ein paar Chickens. Sind die nicht süß? Sind doch süß. Banger Song. Ihr habt doch wenigstens ein paar an verschiedenen Orten, damit man beim Konzertdemo Hühner gackern hört und er sie suchen muss. Nee, 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 nee. Außerdem, was anderes, weswegen er die ganzen Eier verdient hat, wisst ihr, ich bin an einem Sonntag früh aufgestanden. Deschka hatte dann extra schnell noch irgendwie das ganze Ding, er hat sowieso verspätet das Osterevent gestartet und so weiter und so fort, ja. Alles ein bisschen mies gelaufen, ich habe so viele Ostereier gefunden, damit ich eine Chance habe zu gewinnen. Wisst ihr, was Maeve macht? Ein Ei mehr finden als ich. Nee, Quatsch, zwei mehr. Mogi hat eins mehr gefunden, weil ich nicht anders konnte, weil ich am Stream war. Und ich frech, so frech.
Hat er hier seine Eier? Wenn du Eier so sehr liebst, hast du sie hier. Nimm sie. Ist einer von denen gestorben? Ja, einer ist in der Ecke hängen geblieben. Irgendwie. Okay. Ah, hier sind ein paar Hühnchen. Schaut sie euch an. Ach ja, ach ja, ach ja, Melf. Hast ein paar Hühnchen. Tja, endlich hast du mal eine Hühnerfarm, oder? Er war fair. Oh. Ey, nein, 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 nein. Ich hab's so gut genug versucht. Ich war nur außerhalb. Also meine Zeit ist abgelaufen. Okay, was ist Moonbase? Ich verstehe. Okay. Chat, irgendwo ist Tesi. Aber sie ist, AFK. Guys? Nächste Aufgabe, Tesi finden. Wo könnte sie sein? Oh no. Hey! Hey Maeve, wie geht's dir, Mann? Alles gut bei dir? Ich hoffe, dir geht's wunderbar. Na? Ah, shit. Nein, nein. Psch, 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 psch. Nichts ist passiert. Es ist niemals etwas passiert. Es ist niemals was passiert. Wo ist diese Tesi? Wenn man AFK ist, ist man trotzdem auf der Overworld irgendwo noch zu finden, oder? Als du vorhin meintest, beim Einloggen, du hast Schabernack vor, ich wusste, ich bin gemein. Ja, ich habe gesehen, dass du alles eingeziegelt hast. Weißt du was? Jetzt sind wir quitt. Du hast es verdient, Mann. Oh. Doch wo ist diese Tesi, Netschi? Aber, Alter, Moggi! Netschi, aber waren Sie schon mal ein Mogia? Das geht ja nirgendwo hin. Oh. Tesi? Ey, Maeve, weißt du, wo Tesi ist? Ich werfe nur 2 Damage Potions auf die Hühner und du hast 4 Minuten Eier geworfen. Die sind alle tot? Wow. Wow, Maeve einfach Mörder. Chat, Maeve einfach kompletter Mörder. Das ist nicht die Moonbase. Turmi wurde entdeckt. Oh, shit. Das war ein Geheimer. Oh, oh. Maeve, aber warum? Aber warum? Ich bin noch nicht mal online. Du bist im Geiste online. Rip Hühnchen, ich weiß, wo sie ist, glaube ich. Wo ist die Shining? Hau raus. Wo finde ich sie? Wenn du mir sagen kannst, wo ich sie finde. Maeve tötet Babys. Maeve hat Hühnerbabys getötet. Mhm. Wenn du mir sagen kannst, wo sie ist, dann weiß ich, was, wenn wir das Ding gehen. Sie war vorhin beim Spawn. Okay, und sie ist jetzt AFK, ha? Huh? Alles klar, alles klar. Okay, Chat. Warte mal, da war ein Waypoint. Ich bin total bescheuert. Freilandhaltung kann man das aber nun nicht nennen. Dich hat niemand gefragt, okay? Oh. Ich warte, bis sie erwachsen sind. Oh mein Gott, da schlachtet sie ab für gutes Fleisch. Im Mogia darf er die aber nicht eigentlich konsumieren. Nee, nee, nee. Gott, hier die Oase der Freundschaft ist so rucklig, ne? Es ist Wahnsinn, wie das Spiel hier ruckelt. Du musst ein Loch damit machen, damit die Hühner nicht fliehen. Na. Ups. Servertick? Servertick. Spawn. Tesi. Ist sie in ihrem Laden? Oder wo ist sie am Spawn? Tja, upsi, upsi. Und wisst ihr was? Wie was, wenn wir jetzt einfach nach Hause gehen, ja? Ah, mit Tesi. Nee, 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 nee. Mogi hat mir den Tag gegeben und dachte sich erst mal, oh, ich bin Mogi, ich komme jetzt auch mit meiner Elytra. Hier frisst das, Fully. Und dann musste ich seinen irgendjemanden abgeben. Es tut mir leid. Es tut mir leid, ja? Wenn ihr mit mir so einen Schabernack treibt, dann muss irgendjemand anders darunter leiden. Und ab und zu kommen einfach Unschuldige ins Kreuzfeuer. Was ist bei deiner Mine hinter der Brücke, Fully? Nö, ich bin, okay, Maeve, ich zeig euch was, ja? Ich zeig dir was. Und zwar, ich habe ein bisschen, was annektiert, ja? Ich habe eine Mine annektiert. Und zwar die Mine, die hier innerhalb des,
des geschollenen, geschälten Waldes liegt, ja. Ich weiß, ihr habt hier eure Häuser. Das ist euch. Das ist euer Zeug. Das gehört alles euch. Ja, ja, ja. Aber das hier ist meins, ja. Hallo? Server-Tick? Ja, der Server ist eher am Sterben. Aber das hier gehört mir. Das habe ich beansprucht. Hiermit beansprucht von Füller. Und ich habe hier einfach alles voll gemacht. Ah ja, ist das jetzt eine Hühnerhöhle, Maeve? Ah ja, Maeve hat in meine anderen Mine auch noch Hühner reingeworfen. Moment. Habe ich euch das gezeigt? Ich habe das heute erst gesehen und dachte mir, nein. Nein, 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 nein. Das hat er nicht getan. Ich zeige euch das mal eben. Wir müssen übrigens schnell sein. In 5 Minuten könnte Tesi zurücktanken. Und da muss ich eigentlich schon längst über alle Berge sein, ja? Pass auf. Nicht nur sind hier noch überall Hühner. Übrigens, ich habe einen Hühnerkopf. Direkt neben Jonathan. Also 2 Hühner, habe ich recht? Oh, okay, pass auf. Oh, dann schau mal in die andere. Ja, ja, ich weiß. Ich war nämlich hier. Schaut euch das einfach an, Chat. Der Mann. Seht ihr das? Der Mann war einfach hier. Und hat einfach in die Mine einen Haufen Hühner losgeschickt. Und die sind jetzt hier überall. Überall. Mann, oder das Schild vor sie, was Space sagt. Was? War ein Schild vor sie. Das nach dem SpongeBob-Quiz fragt. Oh mein Gott, du hast so recht. Ich müsste ein Schild in der Truhe haben. Wir machen das. Let's go. Ich meine, wir haben zeittechnisch immer noch Zeit, oder? Bei uns auf dem Server hat eine gewisse Zwiebel einen Elefanten auf mein Dach platziert. Oh mein Gott, du bist Joyboy? Shining ist Joyboy. Oh, meine Melonen. Hey, Chat. Schaut respektvoll. Okay, ihr dürft ein bisschen respektlos gucken. Ein bisschen, ja. Aber nur ein bisschen. Okay? Okay, nur ein wenig. Ich hoffe, Tesi kommt zurück und taggt dich. Respectfully. Oh. So ein super Emote. Okay. Moment, warte. Ich brauch Schild. Moment, ich brauch Schild. Oh. Das Schild. Okay. Let's go! Beim Spawn hat Ricky jetzt einen Laden und die Lichter sind cool geworden. Das stimmt. Ricky hat ein Bistro aufgemacht. Ich hatte auch erst mal überlegt, könnte ich vielleicht, Dingens haben, ne? Du weißt schon, einen Laden, wo ich Essen verkaufe und da ein paar Diamanten vielleicht annehmen. Aber nee. Nee. Wo SpongeBob Quiz? Ups. Da. Wir werden mal noch ein paar Karotten reinziehen. Cooler Emote, ja, oder? Das ist ein Banger auf jeden Fall. Ist noch da, oder? Ist das ein Problem? Leg's in eine Kiste? Ja. Irgendwie, ich kann's nicht aufsammeln. Ich will nicht was kaputt machen. Aber ich glaube, ich muss mal ganz kurz. Nee, das geht auch nicht. Okay, es ist wenigstens da jetzt raus, ja? Crouch? Warum kann ich es nicht einsammeln? Upsi. Oh, hi, Tommy. Hat sie es in der Hand? Sie hat es in der Hand, glaube ich. Nee. Moment. Zombie? Ich glaube, das Tag ist diesmal. Hast du es eingesammelt? Zombie? Er ist weg. Hat der das Tag eingesammelt? Wahrscheinlich nur die getaggte Person. Nee, jemand anders kann das auch haben. Was? Ist es jetzt despawned?
Bei ihr, meinst du? Okay. Okay. Ja, weil das war irgendwie da. Ich habe die Stufe nicht richtig platziert bekommen. Ah. Ich gehe lieber. Ich bin raus. Tschüss. Bin safe. Bin safe. Lieber am Schild reagiert. Nö. Dann nicht mehr gesehen, dass ich getaggt bin. Ich bin safe. Ich bin safe. Ja gut, das war doch ein guter Stream. Ich glaube mal, Minecraft ist sogar halb abgestürzt. Nee, gar nicht. Alles easy. Coward? Na, 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 na. Geh doch da weg. Ach, ich kann mich jederzeit einloggen und woanders hingehen. Ich könnte mir einen Wecker für 4 Uhr morgens stellen und dann sagen, ups, ich gehe da mal weg. Nee, alles gut. Ich spawn da ja erstmal. Und die müssen mich da ja erstmal erwischen und ich komme ja nicht zurück. Also alles gut. Ich bin einfach komplett bye-bye. Aber ich hoffe sehr, das Tag. Sonst wäre doof gewesen. Das möchte ich natürlich nicht, dass jemand getaggt ist und dann das Tag nicht hat und dann nicht jemand anderen taggen kann. Das ist dumm. Ich habe um 4 Uhr morgens den Command Fuffsfell gemacht. Ich weiß. Fully vs. Fehler. Einfach nie wieder auf die Server einloggen. Ja, genau, das sollte ich machen. Nee, Chat, ich würde sagen, machen wir Schluss für heute, ja? Können wir per Command noch geben? Dann ist auch gut, dann ist auch gut, ja? Mir ging es halt nur darum, nicht, dass die spawnen oder so, das wäre doof. Aber, Guys, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, euch hat das Strip Mining gefallen. War ein schöner Stream. Wir haben auch recht lang gestreamt, ne? Ist fast 1 Uhr nachts. Geht gerne auf den Watch-Channel, wenn ihr mehr Zeug haben wollt, ja? Gönnt euch. Aktuell Danganronpa läuft. Gefällt mir sehr gut. Macht sehr viel Spaß. Apollo Justice könnt ihr durchhauen. Mehr Minecraft Buben SCP und noch vieles mehr. Und ansonsten raide noch zu Tesi. Ich meine, ich könnte zu Tesi raiden, aber die ist doch jetzt eher am Schlafen, oder? Wegen dem Subathon, oder? Ich meine, könnte ich. Ansonsten, haut da rein. Bis dann, ne? Tschüss, tschüss.